Gemeinsam den ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur öffentlichen Veranstaltung, in denen Ihnen die Ergebnisse der ÖPNV-Zukunftskommission vorgestellt werden. Mein Name ist Oliver Merker, ich moderiere die Veranstaltung und bevor ich an den Verkehrsminister Herrn Herrmann übergebe, der Sie begrüßen wird und auch eine Einführung uns geben, Ihnen geben wird, darf ich noch ganz kurz etwas zum Ablauf sagen. Also wie schon erwähnt, Herr Herrmann wird gleich zu Ihnen sprechen. Danach wird Herr Hickmann ebenfalls vom Verkehrsministerium Ihnen die zentralen Ergebnisse der Zukunftskommission vorstellen. Danach ist eine Podiumsdiskussion vorgesehen, wo Sie auch die Gelegenheit haben, Fragen an das Podium zu stellen. Sie finden dazu ein Eingabefeld rechts neben dem Livestream. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Gleichwohl versuchen wir, möglichst viele zu beantworten. Und Sie können gerne dieses Feld nutzen, um Fragen an das Podium, zum Beispiel an den Minister, der Teil des Podiums sein wird, zu stellen. Wir haben auch noch einen Künstler zu Gast, den Jonas Reber aus der Schweiz, ein Live-Cartoonist, der hier parallel im Hintergrund aus seiner Sicht, aus der Sicht eines Künstlers, die Veranstaltung in Bildern fasst und auch den Prozess visualisiert. Und er wird uns am Ende nach der Podiumsdiskussion vor dem Schlusswort von dem Herrn Verkehrsminister seine Bilder, seine Cartoons zum Prozess zeigen. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass wir alle Dokumente, Ergebnisse der Zukunftskommission und auch die hier vorgestellten Dokumente, Folien, die präsentiert werden, auf der Seite des Verkehrsministeriums zugänglich machen und als Download dann bereitstehen. Soweit von meiner Seite und damit darf ich an den Gastgeber der Veranstaltung, an den Verkehrsminister Verkehrsminister Herrn Herrmann übergeben. Dankeschön. Passiert uns auch immer. Begrüßungen sind immer gefährlich, da verstolpert man sich leicht. Ja, wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute zahlreich hier zu dieser öffentlichen Veranstaltung medial und digital zusammenkommen, dass wir eine ganze Reihe von prominenten Gästen auch haben, vor allem die, die auch Verantwortung tragen. Ich freue mich, dass aus dem Landtag Abgeordnete dabei sind. Ich habe immerhin Herrn Rivoire und Herrn Dörflinger von SPD und dann Herrn Dörfling von der CDU in der Anmeldung. Ich vermute aber auch, dass ein Vertreter der Grünen-Fraktion, Herr Katzenstein, mit dabei ist. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Landräten, die dabei sind. Herr Bernhard, Herr Schnaudegel, Herr Pauli, Frau Bürgle, Herr Siegel, Frau Dammann, Herr Dallinger, Herr Wolf und Herr Hintersee mit dabei sind. Das finde ich großartig, denn damit anerkennen Sie auch, dass eben die Landkreise sich verstärkt um den öffentlichen Verkehr kümmern und dass Sie auch interessiert sind an dieser Zukunftsdiskussion und an der Arbeit und an den Ergebnissen dieser ÖPNV-Zukunftskommission. Wir haben auch Vertreter der Verbünde hier mit dabei, die auch übrigens natürlich wie auch die Vertreter der kommunalen Seite in der Zukunftskommission mitgearbeitet haben. Die kommunalen Landesverbände sind mit an Bord, die Interessensverbände der Verkehrsträger und auch der Verkehrsgruppen, also VDV und VCD. Dann gab es eine rege Beteiligung kommunalerseits, Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen, Beigeordnete sind heute mit dabei, waren auch vertreten. Und man kann sagen, und der Fahrgastverband natürlich auch. Man sieht, das Spektrum der Beteiligung war breit in der Kommission. Das Spektrum zeichnet sich auch hier in der Zuhörerschaft heute somit ab. Und das ist auch gut so. Denn wir haben ein großes Ziel vor uns. Wir wollen den ÖPNV deutlich besser machen. Wir wollen ihn bis zum Jahr 2030 verdoppeln, gemessen an dem Status, den wir 2010 vorgefunden haben. Das ist ein großes Ziel, ein anspruchsvolles Ziel, aber wenn man sich umschaut und wenn man zurückblickt, auch ein machbares Ziel. Allerdings, große Ziele brauchen große Anstrengungen und große Ziele brauchen breite oder starke Bündnisse. Und deswegen haben wir Sie auch alle eingeladen, weil wir natürlich darauf setzen, dass wir ein gemeinsames, starkes Bündnis schmieden. Denn nur in einem solchen Bündnis wird es gelingen, parteiübergreifend und auch politische Ebenen übergreifend das zu schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Die ÖPNV-Strategie 2030 wurde ja von Experten erarbeitet und ist gut gegliedert. Da gibt es Handlungsfelder,
Da gibt es konkrete Ziele und noch konkretere Maßnahmen, wie man die Ziele erreicht und die Handlungsfelder bearbeitet. Es waren, ich glaube, alle relevanten Akteure im ÖPNV-Feld beteiligt. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, weil alle Aspekte mitbedacht worden sind und weil auch Anregungen von allen Richtungen gekommen sind mit viel Kompetenz. Man kann sagen, diese ÖPNV-Strategie war eine gute erste kollektive Anstrengung. Insofern passt auch gut der Titel meines Vortrags, gemeinsam den ÖPNV verdoppeln oder verbessern. Und das haben wir jetzt schon mit dieser Arbeit geleistet. Und an der Stelle ganz herzlichen Dank an diejenigen, die in dieser Kommission mitgearbeitet haben. Ohne sie wären wir nicht so weit, wie wir heute sind. In einem halben Jahr haben sie es geschafft, in mehreren Arbeitssitzungen auf hoher Ebene und auch in Arbeitssitzungen auf Arbeitskreisebene das so hinzubekommen. Begleitet von einem, wie ich sagen darf, sehr aktiven Referat im Verkehrsministerium und einer aktiven Abteilung. Herr Hickmann als Abteilungsleiter, Herr Oehlmann als Referatsleiter und eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das begleitet haben. Und wir haben zu danken einem Dienstleister, der das Ganze gesteuert hat, Zebralog und andere, die uns geholfen haben, auch denen an dieser Stelle herzlichen Dank. Corona-bedingt musste das ja alles digital stattfinden, aber man kann doch jetzt mit einigermaßen Abstand sagen, es geht auch so. Auch wenn man am Anfang sagt, es geht gar nicht, es ist schwierig, wäre besser, dass es anders ist, aber man kann sagen, es geht auch so, wenn auch anders und es hat sich gelohnt, dass Sie dabei waren. Und wer weiß, ob alle die ich jetzt aufgezählt habe, ob die immer dabei gewesen wären, wenn sie immer einen langen Anfahrtsweg gehabt hätten. Das muss man ja schon auch mal sagen. Die digitalen Konvente ersparen einem viel Zeit und viel Wege. Insofern ist es zusammengenommen auch schon ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Entlastung. Ich komme nun zu der Umschreibung dessen, was mir wichtig ist im Rahmen dieses Konzepts, was jetzt erarbeitet worden ist, welche Schwerpunkte ich darin sehe und wie ich das Ganze verstehe. Lassen Sie mich, bevor wir in die Zukunft blicken, nochmal in die Gegenwart blicken, auch ein bisschen einen Rückblick machen. Viele haben ja gedacht, das Wichtigste ist jetzt, dass wir durch die Corona-Krise kommen. Ja, das ist sehr wichtig. Aber wir hätten unseren Job nicht richtig gemacht, wenn wir nur jetzt an die Krise denken und es nach vergessen würden. Denn die eigentliche große Herausforderung bleibt im Raum. Ja, sie läuft ständig weiter. Die Klimaveränderung findet statt und zwar schneller und schlimmer als gedacht. Insofern müssen wir diese Krise immer im Auge haben und wir wissen, dass der öffentliche Verkehr eine wichtige Antwort ist, im Verkehrssektor klimafreundliche Mobilität herzustellen und zu ermöglichen. Trotzdem will ich ganz klar sagen, wir brauchen einen Rettungsschirm in der Krise, denn wir werden nach der Krise nicht leistungsfähig sein, wenn in der Krise wichtige Teilnehmer, die Unternehmen oder die Verbünde oder die Aufgabenträger in die Knie gehen. Also die Rettung, die kurzfristige Rettung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir das langfristige große Ziel überhaupt erreichen können. Was hat sich auch noch geändert und was ist der Rahmen für unsere Arbeit? Wir haben die Europäische Union, die im letzten Jahr doch erstaunlich ambitioniert sich neu positioniert hat, in Kenntnis der neuen Daten zum Klimawandel, nämlich dass eben der CO2-Ausstoß stärker als erwartet angestiegen ist und eben nicht zurückgegangen ist, dass die Erderwärmung schon weiter fortgeschritten ist als bisher und dass deswegen, wenn man den Budgetansatz folgt, wie viel CO2 überhaupt noch ausstoßen dürfen und das heruntergebrochen auf die Länder und auch auf die Region, Großregion Europa, dann wird halt klar, mit minus 40% CO2 bis 2030 werden wir das Ziel 2050 nicht mehr erreichen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Europäische Union nachgesteuert hat und mindestens 55% Reduktion setzt und damit auch die Nationalstaaten und auch die Akteure in den Nationalstaaten und in den Regionen natürlich eine Vorgabe macht. Wir können dann nicht weniger bringen oder weniger wollen, denn wir haben ein gemeinsames Ziel,
nämlich den Klimawandel abzubremsen, CO2 zu reduzieren und die Erderwärmung abzubremsen, dass sie nicht über 1,5 Grad hinaus geht. Das wird schon schwierig genug sein. Das wissen, glaube ich, alle, die sich da genauer mit befassen. Wir haben eine weitere Veränderung auf europäischer Ebene. Jetzt tritt in diesem Jahr in Kraft die Green Vehicle Directive. Worum geht es dabei? Hier werden Vorschriften gemacht, was die öffentliche Hand tun muss, um klimafreundlichere Fahrzeuge zu haben. Also in den kommenden 10 Jahren müssen die öffentlichen Flotten auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Das ist eine große Herausforderung für Land, aber vielleicht noch mehr für die Kommunen und ihre Gesellschaften, aber natürlich auch für Private. Also hier haben wir auf der einen Seite ambitionierte Rahmenbedingungen, aber gleichzeitig auch Hilfestellungen. Denn sie geben ja uns die Grundlage und ermöglichen uns, dass wir auch den anderen, die da etwa Einwände haben, deutlich zu sagen, Moment mal, das ist der Rahmen, den uns die Klimakonvention vorgibt und die natürlich auch die europäischen Standards, die vorgegeben sind, die müssen wir erfüllen. Zu diesen Antworten gehört es eben, dass wir die Antriebswende vollziehen. Das bedeutet eben die anderen Fahrzeuge, aber das bedeutet auch die anderen Betriebshöfe, die anderen Mitarbeiter mit anderen Qualifikationen. Also da ist viel zu tun und diese Antriebswende müssen wir auch aktiv begleiten. Und ich sage voraus und zu, die herkömmliche Busförderung wird wohl nicht mehr so weitergehen, schon aus europarechtlichen Gründen. Aber was wir tun können und müssen, das ist, dass wir zur Antriebswende einen Beitrag leisten und Hilfestellung leisten, finanzieller Art, aber auch anderer Art. Wir haben ja einen umfassenden ÖPNV-Report im letzten Jahr gemacht und wir haben gegen Ende des Jahres die Ergebnisse zur Kenntnis genommen. Das war, glaube ich, auch wichtig für diese Zukunftskommission. Wir haben uns im Rahmen dieses Reports vergleichen lassen mit anderen Regionen in Deutschland, mit Regionen in der Schweiz und im Vorarlberg, denn gerade dort kann man auch sehen, was möglich ist, was heute schon möglich ist. Insofern können wir auch sagen, was in der Schweiz möglich ist, kann ja in Schwaben und in Baden nicht unmöglich sein, sondern das ist sozusagen ein klarer Hinweis, wenn man was will, wenn man investiert, wenn man Ideen hat, dann kann man auch was erreichen. In dieser Studie ist für uns positiv herausgekommen, dass festgestellt wurde, unser Netz, also die Infrastruktur für ÖPNV, ist gar nicht so schlecht. Da können wir sogar gut mithalten, auch mit den Besten. Wo wir nicht so gut sind, ist, was wir auf dem Netz an Angeboten machen, da ist sozusagen nicht nur Luft nach oben, sondern Luft für mehr Verkehr. Also eine höhere Angebotsdichte ist möglich und das ist eine, glaube ich, grundlegende Einsicht aus diesem ÖPNV-Report. Wenn man mehr Fahrgäste will, muss man mehr fahren. Also mehr Busse, mehr Bahnen bringen automatisch auch mehr Fahrgäste. Das klingt sehr einfach, aber es ist faktisch so. Und man kann nicht mit demselben Angebot einfach die Fahrgastzahlen verdoppeln, sondern wir müssen deutlich mehr anbieten, also bessere Takte und dichtere Takte und zwar den ganzen Tag und abends auch und am Wochenende. Die Kommission hat das Thema bearbeitet und gegliedert, und zwar in 10 Handlungsfelder. Darunter fallen zum Beispiel ein Handlungsfeld für vernetzte Mobilität oder Mobilitätskultur oder Rahmenbedingungen, nur dass Sie sich das vorstellen können, das wird ja nachher von Herrn Hickmann genauer ausgeführt. Dann kommen dazu 10 Zielbilder. Da geht es also darum, wo wollen wir hin in den nächsten 10 Jahren? 28 Teilziele. Darum geht es, da hier geht es darum, was müssen wir wie anstreben? Und schließlich die konkreten Maßnahmen 130, also was genau ist zu tun? Also mir ist dieser strategische Ansatz sehr wichtig, weil ich glaube, Politik, die bekenntnishaft ist und nicht strategisch ist, die ist häufig nicht sehr wirkungsvoll. Vor allen Dingen schaut sie nicht, was sind die richtigen Maßnahmen und was muss man korrigieren. Strategien sind immer klar. Es gibt Ziele, es gibt Maßnahmen, es gibt Zeitpläne und man überprüft, ob man auf dem richtigen Weg ist. So, ich komme nun zu den Inhalten. Aus meiner Sicht hat die Kommission 5 wichtige Punkte herausgearbeitet, natürlich mehr als 5, aber aus meiner Sicht sind das sehr wichtige Inhalte. Wir wollen
dass das Angebot im ganzen Land ausgebreitet wird und dass es Mindeststandards gibt. Mindeststandards bei den Bedienformen und natürlich Mindeststandards auch für flexible Bedienformen. Wir wollen zweitens eine vernetzte Mobilität. Drittens, das ist das richtige Bild. Ja, Entschuldigung, ich musste gerade mal kontrollieren, welche Bilder eingespielt werden. Also das dritte Element ist Preis-Leistungs-Verhältnis bei Tarifen. Viertens, etablieren einer ÖPNV-Kultur. Und fünftens, die Frage ÖPNV als Pflichtaufgabe. Dazu möchte ich jetzt einige Ausführungen machen. Das war jetzt erstmal der Überblick. Das erste ist eben die zentrale Empfehlung, Ausbau des Angebots, deutliche Verbesserung, Mindeststandards definieren. Also je mehr fährt, desto mehr fahren, könnte man auch sagen. Dichter Fahrplan, hohe Fahrplandichte. Und das ist nachweislich der beste und der wichtigste Hebel. Wenn ich von Mindeststandards spreche, kann man ja sagen, ja, was heißt das? Jede Stunde oder alle 2 Stunden? Nein, das ist ein hoher Standard, der hier formuliert ist. In Ballungsräumen, vor allem in der Stadt, 15-Minuten-Takt. In der Fläche oder in ländlichen Räumen 30-Minuten-Takt. Aber das ist auch schon deutlich mehr, als wir etwa in unserem Schienenverkehrszielkonzept 2025 hatten, wo wir gesagt haben, der Mindesttakt ist 1 Stunde. Also hier haben wir deutlich höhere Ansprüche. Ich will aber dazu sagen, gemeint ist natürlich nicht, dass wir Hauptsache, wir halten den Takt ein, dass wir dann durch die Dörfer fahren im Halbstundentakt nachts um 11, keiner fährt mit, aber der Bus fährt. Also das ist natürlich nicht gemeint, sondern an den Randzeiten wird man natürlich on demand fahren und differenzierte Angebote machen. Aber im Prinzip ist eben zu den Hauptverkehrszeiten und auch zu den Nebenzeiten, wo noch einiges los ist, muss dieses Angebot einen so guten Takt haben. Mit dem klassischen ÖPNV werden wir das nicht schaffen. Deswegen ist es mir besonders wichtig, dass die sogenannten neuen Mobilitätsdienstleistungen, also Ridepooling, flexible Bedienformen wie On-Demand-Verkehre, flexible Poolings, ob sie privat sind oder im öffentlichen Verkehr, beides ist wichtig. Ich plädiere aber sehr dafür, dass der ÖPNV sich genau um diese flexiblen Angebote kümmern und die verbessern. Zweiter wichtiger Schwerpunkt, vernetzte Mobilität. Hier geht es um die Vernetzung der Verkehrsträger, um die Vernetzung mit den Kunden und Kunden auch und zwischen den Fahrzeugen. Also das ganze System muss besser vernetzt werden und die digitale Technologie gibt uns ja doch ziemlich viele Möglichkeiten. Ja, sie bietet sie geradezu von selber an. Wir müssen eigentlich nur zugreifen, da und dort natürlich auch Apps entwickeln lassen. Aber so können wir systematisch die Infrastruktur, die da ist, besser miteinander verknüpfen und wir können sie auch so verknüpfen, dass sie integriert sind und ein integriertes Angebot auch darstellen. Ich sage immer, es geht eigentlich um eine doppelte Verknüpfung. Es ist eine Hardware-Verknüpfung, indem wir die Verkehrsträger örtlich zusammenbringen, zum Beispiel in Mobilitätshubs und natürlich auch digital, indem wir eben das, was weit auseinander liegt, auf der digitalen Plattform verknüpfen und zusammenführen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Zukunftsmelodie, die digitale Nutzung. Man könnte auch sagen, es gibt ja eine neue Generation Smartphone. Wir könnten aus dieser Generation Smartphone die Generation Smart Mobil machen und damit auch klar machen, dass wir gerade auf die jungen Menschen zielen, die noch als Schülerinnen und Schüler den ÖPNV zwangsweise nutzen oft. Die wollen wir gewinnen, dass sie dabei bleiben und merken, mit dem ÖPNV kann man gut unterwegs sein. Mein dritter Punkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und darüber spreche ich auch, und ich spreche darüber auch über Tarife. Denn allzu oft wird ja ÖPNV aus der Sicht der Planer, der Politiker oder eben der Verantwortlichen in den Verbünden und in den Unternehmen gedacht. Aber wir müssen immer auch mal wieder auf die Kundenseite rutschen und uns überlegen, ja, was bedeutet ein bestimmter Tarif? Was bedeutet ein bestimmter Preis? Und man kann festhalten in allen Umfragen, die gemacht wurden, dass der Preis schon eine wichtige Rolle spielt. Vor allen Dingen, ob man das Gefühl hat, es ist zu teuer oder ob man das Gefühl hat, es ist angemessen. Deswegen plädiere ich sehr für einen angemessenen Preis oder man könnte auch sagen für einen preiswerten ÖPNV. Er ist es wert,
was ich da zahle. Und wir müssen natürlich den ÖPNV so gut machen, dass die Leute sagen, es ist es wert, dass ich so und so viel für mein Ticket zahle. Und zum Preis-Leistungs-Verhältnis gehört natürlich auch die leichte Zugangsform, dass wir uns verabschieden, jedenfalls im Vordergrund von komplexen und komplizierten Tarifsystemen, dass wir das wirklich sehr einfach machen für die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist gerade, wenn wir neue Kunden gewinnen wollen, wenn die dann erstmal zur Volkshochschule müssen, um den Tarif zu verstehen, dann ist es schon zu spät, dann wird es nichts mehr. Deswegen muss es sehr einfach sein, einsteigen, fahren, fertig, los. Dazu schaffen wir gerade die Voraussetzungen mit dem Check-in, Check-out E-Ticketing-System im Rahmen des BW-Tarifs und einzelne Verbünde machen da auch schon mit und haben das auch selber schon im Plan. Das halte ich für ganz wichtig. Am Ende sollte es wahrscheinlich so einfach werden, dass es nur noch B-in, B-out heißt und man hat wirklich gar nicht viel zu tun und es wird fair abgerechnet. Man weiß, man wird nicht beschissen, man weiß, man bekommt den besten Preis. Das ist ganz wichtig, dass die Kunden, die öfters fahren, nicht das Gefühl haben, sie müssen besonders viel lohnen, weil sie halt eben keine Zeitkarte haben. Jetzt komme ich zu meinem vierten Punkt, ÖPNV-Kultur. Das ist bisher wenig angesprochen worden. Was meinen wir damit? Wenn man sich mal die Werbung im Automobilsektor anschaut oder in anderen Bereichen, dann stellt man einfach fest, dass diese Branchen einen Haufen Geld dafür ausgeben, dass sie ihr Produkt, das, was sie anbieten, dass es besonders attraktiv wirkt. Und ich glaube, da hat der ÖPNV noch Nachholbedarf. Das fängt damit an, dass wir systematisch jetzt verbessern, dass die Fahrzeuge attraktiver werden. Aber es muss auch so sein, dass man, wenn man damit fährt, das Gefühl hat, man ist Teil einer modernen Kultur. Ich möchte sogar so weit gehen, eigentlich müssen wir uns darum bemühen, dass es einen ÖPNV-Kult gibt. So wie es jetzt einen Radkult gibt, der ja auch nicht ganz von selber gekommen ist, sondern es war ein Trend, der natürlich auch durch Marketing und Werbung verstärkt worden ist. Wir haben das in der Politik auch getan. Und ich glaube, im ÖPNV müssen wir in diese Richtung weiter verstärkt gehen. Wir haben ja mit unserer Landesmarke bewegt, die ersten Schritte getan. Wir haben eben nicht irgendwelche klassischen Mittel bedient oder Personen eingesetzt, sondern wir haben das sehr attraktive Ballett, die Ballettgruppe vom Stuttgarter Theaterhaus von Eric Goutier als Werbebotschafter gewinnen können. Sie haben es vielleicht auch schon gesehen. Wir werben mit ganz anderen Mitteln, weil wir quasi auch eine ÖPNV-Kultur entstehen lassen wollen. Und die muss sichtbar sein, die muss erlebbar sein, die muss mehr sein als nur die Busfahrt. Und sie ist nicht nur Marketing, sondern sie ist natürlich auch Verbesserung der Hardware. Zum Beispiel Haltestellen, zum Beispiel Bahnhöfe. Und wenn Bahnhöfe und Haltestellen der letzte dreckige Ort sind, dann ist der Kult schon gestorben. Wenn wir aber die zu angenehmen Aufenthaltsorten machen, wo man was sehen kann, wo man gut sitzen kann, die sauber sind, dann haben wir Wohlfühlsituationen geschaffen, die wichtig sind, wenn man einen Kult schaffen will. Also das ist, glaube ich, unterschätzt und muss dringend angegangen werden. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, der womöglich der umstrittenste sein wird. Vermutlich war es bei dem, was ich bisher gesagt habe, ja, hat er recht, irgendwie kann man schon machen, sehe ich auch so. Es gibt aber einen Punkt, da war auch die Kommission sich nicht ganz einig, im Grundsatz schon, aber nicht so, dass man sagen kann, genau alle wollen das so. Nämlich die Frage, ob wir gesetzgeberisch als Land dem ÖPNV einen neuen Rechtsrahmen geben, nämlich den, dass wir sagen, Kommunen haben eine Pflichtaufgabe und die heißt ÖPNV. Bisher ist es ja zwar ihre Aufgabe, aber nicht ihre Pflichtaufgabe. Und wenn es natürlich die Pflichtaufgabe wird, dann ist natürlich auch was anderes damit verbunden. Dann muss die Finanzierung gesichert werden. Eine Pflicht kann man nicht als Land der Kommune übertragen, ohne dazu auch finanziell eine Kompensation zu leisten. Das heißt aber auch, dass die Kommunen selber auch einen Beitrag leisten müssen. Das Land alleine wird es nicht heben. Insofern wird es auch noch Diskussionen auf Landesebene geben. Und natürlich ist mit der Pflichtaufgabe auch stärker die Planung, die ÖPNV-Planung, Nahverkehrsplanung mit verbunden, was im Prinzip sinnvoll ist.
dass es einen Landesplan gibt, dass es aber auch regionale Pläne gibt. Und damit hätte der ÖPNV auch einen klaren Rechtsrahmen, in dem wir eben bestimmte Standards auch festlegen können und damit auch einen Orientierungsrahmen schaffen für alle die, die Verantwortung haben. Ich persönlich, das sage ich ganz offen und auch die Grünen vertreten das Konzept Pflichtaufgabe. Mal sehen, was rauskommt bei der Wahl, aber ich werde es auf jeden Fall einbringen. Ich glaube, das wäre ein wichtiger, großer Schub. Manche sagen sogar, das wäre ein Game Changer im Sinne von, wenn das geregelt ist, dann schaffen wir wirklich den großen Sprung. Es gibt aber auch noch andere Finanzierungsfragen, die wir klären müssen. Auch die sind nicht unumstritten. Der Mobilitätspass, also eine Drittmittelfinanzierung, indem man Anwohner oder Nutzer oder Halter von Fahrzeugen, also von Autos, zur Kasse bittet und ihnen im Gegenzug einen Mobilitätspass gibt, also auch eine ÖPNV-Leistung nach dem Motto, der Schwabe und der Badener lässt nichts verkommen, wenn er schon was zahlt, dann nutzt das auch. Also das ist so ein bisschen die Philosophie, also nicht nur Geld nehmen, sondern dafür auch was geben. Auch das würde ich gerne durchsetzen, weil ich glaube, die großen Herausforderungen, auch die finanziellen Herausforderungen, die wir haben, werden wir nicht schaffen, wenn wir nicht diese dritte Finanzierungssäule schaffen. So, wie geht es jetzt weiter? Die Kommission hat gut vorgelegt. Heute gibt es die erste Diskussion. Wir werden weitere öffentliche Diskussionen haben. Und diese bisherige Ausarbeitung ist noch nicht das Ende einer Strategie. Die wird noch im nächsten halben Jahr differenziert ausgearbeitet. Im Sommer werden wir nach diversen Anhörungen im digitalen Format und auch anderen Formaten werden wir diese ÖPNV-Strategie erstens kommunizieren, zweitens differenzieren und dann auch vervollständigen. Ich glaube, es ist gut, dass die Experten, die was vorgelegt haben, jetzt auch einen Spiegel vorgehalten bekommen von Nutzern, von anderen Beteiligten. Und es kann ja nur gut sein, wenn es eine öffentliche Diskussion darüber gibt, was alles zu tun ist, wer alles zu tun, etwas zu tun hat. In diesem Sinne will ich nochmal deutlich machen, ein guter ÖPNV geht nur dann, wenn wir zusammenhalten, zusammen daran arbeiten und möglichst viel Konsens erzielen, um die Verbesserungen auch tatsächlich am Ende zu erreichen. Ich danke nochmal Zebralog, CVT und SMA, die uns professionell begleiten. Ich danke auch in meinem Haus neben Herrn Hickmann und Herrn Oehmann, die Frauen Holt und Soulier, die das als Fachfrauen bestens bearbeiten, das Referat, das zuständig ist für die Veranstaltung, Referat 15 und diversen anderen Menschen im Haus, die da mitwirken. Und wie gesagt, und allen Beteiligten, die jetzt in der Kommission mitgearbeitet haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Einführung und auch erste Hinweise, was erarbeitet wurde. Ich darf ganz kurz noch einen Gruß von dem Herrn Landrat Joachim Blese, hat uns über den Chat gegrüßt, vom Ostalbkreis ausrichten. Er sei auch anwesend. Das tue ich hiermit. Vielen Dank für den Gruß, der uns erreicht hat. Und ich übergebe jetzt gerne an Herrn Hickmann. Er ist Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr im Verkehrsministerium. Und er wird uns etwas zum Erarbeitungsprozess, also wie hat eigentlich die Zukunftskommission gearbeitet, und zu den beiden Dokumenten, nämlich das Leitbild und den Ziel- und Maßnahmenkatalog, eine Einführung und vertiefende Hinweise geben. Herr Hickmann, ich gebe Ihnen das Wort. Sie müssen noch Ihr Mikrofon einschalten. Kann sie noch nicht hören? Gerd, du bist immer noch stumm geschaltet. Wir hören nichts. Ja, wir warten einfach. Ist alles live? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich frage mal, ob jemand anders für Herrn Hickmann übernehmen könnte, um uns diesen Einblick zu geben, wie die ÖPNV-Zukunftskommission gearbeitet hat
Und Herr Hickmann bekommt technische Assistenz. Wir haben ja, schon genau, jemand geschickt. Ja. wir warten einfach. Ich frage mal den Man hört Jonas nichts. Reber, unseren Live-Cartoonisten, ob er schon irgendein schönes Bild für uns hat. Ja, ich hört man mich, ja? Und Ich ja, kann man kann dich hören. Hallo Jonas den Reber. vielleicht, ich habe wirklich erst ganz wenig. Kann aber mal gucken, ob ich schon was zuschalten kann. Dazu muss ich kurz jetzt auch noch was Technisches vornehmen da. Nicht, dass ich da zu viel Chaos veranstalte. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon was sieht. Ich nehme mal meine Kamera dann eben raus. Doch, jetzt, Sie sehen etwas, ja? Nein. Nein. Zukunftsbündnis ÖPNV habe ich da hingeschrieben. Genau, da müsste vielleicht die Technik noch umschalten. Ich sehe da ein Bildchen. Ein kleines Teil sehen wir jetzt, ja. Ein kleines bisschen was Schrift noch erst, noch keine Cartoons. Genau. Jetzt, mir gefällt ja dieser Name der ÖPNV so, das ist ja dieses Ö da mit drin. Und wenn wir dann so ein bisschen eine Kristallkugel draus machen, und da der Herr Herrmann Gedanken verloren, da den ÖPNV studiert. Wir sind ja nicht alleine. Herr Hickmann ist da. Er geht auch mal ohne Ton. Und denk mal, ich krempel ja schon mal die Ärmel hoch. Jetzt vielleicht mit Ton hat es geklappt. Und in der Zwischenzeit kann man sagen, anstelle von Fragezeichen wird es dann auch bald mal Ausrufezeichen geben. Gut, gibt Europa ein paar Impulse. Und was dann weiterkommt, sehen wir noch. Ich bin jetzt Zeichnen der Antriebswende. Ja, das ist auch ein toller Begriff, hat es ja auch schon mal gegeben. Ich gerne zurück. Ich sehe, Sie sind wieder da aktiv und ich gebe zurück an die Regie. Dankeschön. Ja, vielen Dank. So, Vielen kann man mich Dank, jetzt hören, Jonas. Herr? Herr Eckmann, man kann sich jetzt hören und legen Sie los. Vielen Dank, dass wir gerade überbrücken konnten. Vielen Dank, Jonas Reber. Wir sehen und hören dich nachher nach der Podiumsdiskussion noch einmal. Herr Eckmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Merker. Ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich von der Fachabteilung hier in unserer Veranstaltung begrüßen. Nach dem orientierenden Einführungsvortrag von Herrn Minister möchte ich noch mal einen kurzen Überblick über die konkrete Arbeit der Zukunftskommission geben, wie sie eingebettet ist in unseren Prozess der Erarbeitung der Zielstrategie ÖPNV 2030 und auch einen Überblick geben über die 10 Maßnahmenfelder, die Hintergründe kurz erläutern, warum sie so ausgefallen sind, wie sie jetzt da stehen und diese einordnen. Kommen wir zur nächsten Folie, bitte. Das Klimaziel und die Verdopplung des ÖPNV, das ist unser Ausgangspunkt. Der Herr Minister hat es ja schon ausführlich dargestellt. Ein Leitbild, das inzwischen Konsens geworden ist. Die Bundesregierung spricht für den Schienenverkehr davon. Wir sprechen davon, aber auch auf der kommunalen Ebene ist dieses Leitbild, möchte ich es mal nennen, inzwischen sehr verankert. Und das war natürlich nicht immer so. Das ist das Ergebnis eines Diskurses der vergangenen Jahre, auch vor dem Hintergrund der Klimadebatte. Aber diese Einigkeit im Ziel, diese gemeinsame Grundlage hat natürlich die Arbeit in der Kommission tatsächlich sehr vereinfacht. Im Dezember vergangenen Jahres hatten wir ja als wichtige Grundlage den zweiten Baustein, den Sie hier sehen, präsentiert, nämlich den ÖPNV-Report. Er hat aufgezeigt, wo wir im Land stehen, auch regional und nach Landkreisen, nach Verbünden differenziert.
Und jeder ambitionierte Weg, jede ambitionierte Strategie beginnt ja mit dem Betrachten erstmal der Wirklichkeit, wo stehen wir. Dieser ÖPNV-Report hat aber auch aufgezeigt, was wir von anderen Regionen, die da weiter sind, lernen können. Der Herr Minister hat es angesprochen. Wir haben uns ja mit räumlich nahen Regionen verglichen, in der Schweiz, in der Nordschweiz, aber auch im Vorarlberg, die uns da als Benchmark aufgefallen sind, die die Gutachter uns aufbereitet haben, mit zwei verschiedenen Historien. Die Schweiz ist ja traditionell im öffentlichen Verkehr, in einem qualitativ hochwertigen öffentlichen Verkehr sehr gut. Aber in Österreich, im Vorarlberg, war das nicht immer so. Und auch die haben in den letzten Jahrzehnten einen sehr ambitionierten Prozess durchgemacht. Und von dem können wir natürlich lernen. Wir sind jetzt in der Phase 3 der Vorbereitung und Ausarbeitung der ÖPNV-Strategie 2030. Darauf werde ich gleich eingehen. Und daran schließt sich natürlich dann am Ende die Phase 4, die Umsetzung an, bei der alle Akteure gefordert sind. Und ich möchte jetzt noch mal kurz den Fokus werfen auf diese Phase 3. Auf der nächsten Folie ist die dann noch mal untergliedert in drei Phasen, die wir jetzt hier A, B und C genannt haben. Und befinden uns jetzt noch am Ende der Phase A, nämlich der Erarbeitung der inhaltlichen Grundlagen. Und hier war die Arbeit der ÖPNV-Zukunftskommission ganz zentral. Sie ist mit dem heutigen Tag weitgehend abgeschlossen. Und das Ziel war eine fachliche Verständigung auf ein Leitbild. Und zwar mit möglichst konsensualen Maßnahmenempfehlungen aller relevanten Akteure, von Experten mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf den öffentlichen Verkehr. Und ich kann sagen, dieses Ziel wurde erreicht. Wir haben das Leitbild und die Maßnahmenempfehlungen, die wir heute vorlegen können. Ausstehend ist noch, der Minister hat es schon angedeutet, eine Online-Beteiligung, die wir in den nächsten Wochen durchführen werden, wo dann die einzelnen Akteure noch vor Ort, die regionalen Akteure, ihre Position zu den vorgeschlagenen Maßnahmen und Leitbildern äußern können. In der Phase B der Erarbeitung dann, nach diesen Grundlagen der Erarbeitung der konkreten Strategie, Ausbaustrategie. In diese Phase kommt natürlich, das werden Sie auch bemerkt haben, die Landtagswahl und die Regierungsbildung. Wir haben den Zeitplan bewusst so beschleunigt, dass diese Zukunftskommission die Grundlagen, die fachlichen Grundlagen aus der Branche, aus der Wissenschaft rechtzeitig vorlegt, vor der Landtagswahl und vor der neuen Regierungsbildung. Damit dies auch ein Input ist. Es liegt dann an der Politik und an der zukünftigen Regierung, sich darüber zu verständigen, was davon nun konkret aufgegriffen werden wird. Und nach dieser Verständigung im Koalitionsvertrag werden wir dann die Ausbaustrategie auf dieser Basis auch final ausarbeiten. Es sind dann nochmal Dialogveranstaltungen geplant auf Ebene der Regierungsbezirke. Und unser ambitioniertes Ziel ist, am Ende des Sommers, und der geht ja immerhin bis in den September hinein, dann diese Strategie 2030 ausgearbeitet zu haben. Und dann schließt sich in der Phase C natürlich wiederum der Dialog an, das Werben und das für das gemeinsame Vorgehen dann auch vor Ort und für abgestimmte Maßnahmen zwischen den verschiedenen Ebenen im Land, Kommunen, Kreisen, Verkehrsunternehmen und allen Beteiligten. Wir hoffen, dass die Corona-Situation dann auch wieder Präsenztermine zulassen wird. Schauen wir nur noch mal auf die Ergebnisse der Zukunftskommission auf der nächsten Folie, bitte. Ein paar Zahlen zu Fakten zum Erreichen dieses heutigen Meilensteins der Zukunftskommission. Wir hatten 20 Expertinnen insgesamt in der Zukunftskommission, die ihr Know-how in diesen Prozess hineingetragen haben. Es waren Vertreterinnen und Vertreter aus den Verwaltungen von Städten und Landkreisen, von den Verbänden Landkreistag, Städtetag, aus Verkehrsunternehmen, von Verkehrsverbünden, aus dem Landesfahrgastbeirat, von der Gewerkschaftsseite, aus der Planung, auch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, um den Praxisaspekt hineinzutragen,
Aber auch aus der Wissenschaft hatten wir verschiedene Vertreter aus Baden-Württemberg, aber auch aus anderen Ländern, um den Blick von draußen auf unser Land aufzuhaben. Wir hatten sechs sehr intensive, ganztägige, konstruktive Arbeitssitzungen. Und hierbei wurden 10 Handlungsfelder beleuchtet und eben auch 10 Zielbilder formuliert, die wir auf der nächsten Folie dann sehen werden. Es sind 30 Teilziele und diese wurden dann insgesamt in 130 Einzelmaßnahmen untergliedert und damit untersetzt. Das alles in nur 6 Monaten, trotz Corona. Und auch ich danke an dieser Stelle nochmal allen Beteiligten aus der Zukunftskommission, aber auch bei uns im Haus und von den unterstützenden Gutachtern. Kann mich da dem Dank von Herrn Minister nur nochmal anschließen. Der Prozess wurde optimal gesteuert. Wir hatten ja nicht viel Zeit. Er wurde sehr gut gemanagt. Vielen Dank. Ja, das Ergebnis sind 2 Dokumente. Einmal das Leitbild, das ein bisschen kürzer gefasst ist, der Zukunftskommission, und dann den detaillierten Ziel- und Maßnahmenplan, die Ziel- und Maßnahmenempfehlungen, die dann sehr in die Tiefe gehen, die ich jetzt hier nicht im Detail vorstellen kann. Aber ich will doch das Wichtigste hervorheben und die Grundgedanken und Motive Ihnen nochmal erläutern. Über allem steht dieses Leitbild der neuen. Wir sind die Folien vertauscht, aber ich kann das überbrücken. Über allem steht das Leitbild der neuen Mobilitätskultur. Herr Minister hat es auch schon angesprochen, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir in den Köpfen sehr viel ändern und dass wir das schaffen bis 2030, was in der Schweiz heute Realität ist, nämlich dass sich der öffentliche Verkehr A zu einem flächendeckend funktionierenden und verlässlichen System entwickelt hat, auf das sich die Menschen auch einlassen können und werden, weil sie wissen, mit diesem System komme ich überall hin, auch in den hintersten Winkel des Landes. Ich brauche nicht unbedingt das eigene Auto, um mobil zu sein. Und diese Werbung des Zürcher Verkehrsverbundes spielt eben mit diesem Image und versucht es zu verstärken. Dies ist so unser Ziel im Jahr 2030 auch bei uns in den Köpfen angekommen. Die Menschen bewegen sich auch abseits ihrer Routinestrecken ganz selbstverständlich in diesem gut funktionierenden öffentlichen Verkehrssystem. Wir haben da in den vergangenen 20 Jahren sicherlich schon viel erreicht, aber es bleibt auch noch viel zu tun. So, kommen wir jetzt zu den 10 Maßnahmen auf der kommenden Folie. Die Zukunftskommission hat ihr Leitbild und ihre Empfehlung in diese 10 Handlungsfelder, die Sie sehen, geordnet. Sie vermissen vielleicht das Thema Digitalisierung. Wir haben das aber diskutiert und uns dafür entschieden, es nicht als eigenständiges Handlungsfeld zu benennen, sondern es ist ein Querschnittsthema, das in alle diese Felder mit hineinspielt. Und deshalb haben wir überall dieses Thema dann auch angeschrieben. Die Handlungsfelder decken alle zentralen Wirkungsbereiche und auch die externen Treiber zum Teil ab, den der ÖPNV heute und vermutlich auch im Jahr 2030 ausgesetzt sein wird. Ich möchte nun überleiten in den zweiten Teil, nämlich für jedes dieser Handlungsfelder kurz die Motive, das Zielbild umreißen und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal die Diskussionen, die dahinter standen, ansprechen. Die nächste Folie bitte. Der Herr Minister hat es ja schon angesprochen, das Wichtigste ist sicherlich die Angebotsdichte, die Angebotsqualität. Und auch wenn diese Reihenfolge der Maßnahmen nicht durchgängig eine Hierarchie darstellt, es ist kein Zufall, dass dies jetzt an erster Stelle steht als Handlungsfeld, denn wichtig ist, dass man überhaupt verlässlich unterwegs sein kann und eine verlässliche Taktung hat. Die Schlüsse aus dem ÖPNV-Report, die ich vorhin angesprochen hatte, weisen schon einen eindeutigen Zusammenhang auf. Nämlich je höher die Fahrplandichte, desto höher ist auch der
Anteil des öffentlichen Verkehrs, der am Verkehrsmarkt erreicht wird. Dieser Zusammenhang ist größer als jener mit der Netzdichte oder auch der Tarifhöhe. Das Angebot, das ich nutzen kann, ist die zentrale Steuerungsgrenze. Und deshalb hat sich die Zukunftskommission eben auch auf diese mutige These verständigt, dass in den Verdichtungsräumen der 15-Minuten-Takt und in den ländlichen Räumen der 30-Minuten-Takt als Regelangebot Mindeststandard vorgesehen sein soll. Warum? Der Einstundentakt, den wir ja bisher als Leitbild und Ziel im ländlichen Baden-Württemberg haben, ist sicherlich wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe und um Mobilität zu sichern und eine Grundmobilität zu garantieren. Aber die fachliche Meinung ist einhellig die, dass erst ab einem 30-Minuten-Takt, einem Halbstundentakt der öffentliche Verkehr auch als Alternative zum Pkw wirklich interessant wird, vor allem im Nahbereich. Wenn ich lange Distanzen fahre, von 2 Stunden ist ein Stundentakt gut, aber wenn ich nur 10 Minuten unterwegs bin oder eine Viertelstunde, dann reicht der Stundentakt für ein attraktives Angebot nicht aus. Und es ist auch wichtig, dass dieses Angebot verlässlich ist und auch am Abend und am Wochenende funktioniert. Nur dann kann ich mich als Fahrgast diesem Verkehrssystem auch anvertrauen. Das ist ambitioniert. Das wird große Finanzierungsherausforderungen bedeuten. Wir haben auch um die Formulierungen gerungen. Wenn Sie genau lesen, stehen da schon ein paar Weichmacher drin. Zu den gängigen Verkehrszeiten, die fachliche Zielsetzung, das heißt die Finanzierungsfragen müssen noch geklärt werden. Und auch grundsätzlich steht da, weil natürlich klar ist, es kann nicht das letzte Einzelgehöft von 0 bis 24 Uhr erreicht werden. Aber trotzdem ist das Leitbild schon klar, 15-Minuten-Takt, 30-Minuten-Takt soll die Regel sein zu den gängigen Verkehrszeiten. Und es wird auch, Herr Minister hat ja schon einen Schwerpunkt drauf gelegt, um es kurz machen, nicht überall der klassische Linienbus sein können, sondern wir müssen hier in der Fläche und auch zu verkehrsschwachen Zeiten ganz stark auf bedarfsgesteuerte Systeme setzen. Die nächste Botschaft ist, der öffentliche Verkehr muss sich vernetzen. Ein wichtiger Faktor für einen erfolgreichen ÖPNV ist die nahtlose Integration in die Reisekette der Nutzer. Das sind einmal die klassischen Instrumente, die wir noch stärker ausbauen müssen, das Park-and-Ride, das Bike-and-Ride. Wir müssen ja sicherlich auch in anderen Dimensionen denken, wie wir das zum Beispiel aus den Niederlanden kennen, mit Fahrradparkhäusern an den Bahnstationen, eine ganz andere Dimension haben, als wir das kennen und die genutzt werden. Oder geschützten Abstellangeboten für hochwertige Räder, Pedelecs. Aber wir müssen auch innovativ denken, also gemeinsame tarifliche, vertriebliche Angebote zwischen ÖPNV und Carsharing. Wir müssen die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge an den Bahnhöfen einrichten. Die Verkehrsverbünde müssen sich zu integrierten Mobilitätsverbünden weiterentwickeln. Da komme ich an anderer Stelle noch drauf. Das wissen wir alle, da arbeiten wir dran, aber wir müssen die Anstrengungen in diesem Punkt sicherlich noch deutlicher machen. Ich komme zum dritten Punkt. Vorrang für den öffentlichen Verkehr, eine attraktive Alternative zum Auto. Vorrang für den öffentlichen Verkehr, abstrakt sind da ja alle dafür. Vorrang für den ÖPNV und den Umweltverbund, aber das heißt natürlich implizit auch, Nachrang für einen anderen Verkehr, für den motorisierten Individualverkehr. Das ist politisch ambitioniert, heikel, oft strittig, denn strittig wird es ja, wenn es konkret wird. Wenn für eine Busspur einige Stellplätze am Straßenrand wegfallen müssen, da muss dann im Einzelfall gerungen werden. Wir kennen alle diese Diskussion. Aber wir wissen auch, wir brauchen schon Nutzervorteile für den ÖPNV. Er muss auf den Straßen schneller vorankommen und nicht im Stau stehen, wenn er wirklich gewinnen soll, überzeugen soll. In den Städten passiert das teilweise ganz automatisch. Knapper Verkehrsraum führt zu Staus, knapper Parkraum führt zu Suche, langwieriger Suche oder zu hohen Kosten. Aber wir werden dies eben auch teilweise aktiv gestalten müssen, mit Busspuren, Vorrangschaltungen an Ampeln für den Bus, Umverteilung von Straßenraum für Bus
Spuren, Parkraumbewirtschaftung oder auch Bepreisungen in Form eines Mobilpasses, wie Herr Minister das schon angesprochen hat. So erreicht der ÖPNV Fahrzeitvorteile, Kostenvorteile und das wird am Ende auch mit entscheidend sein. Kommen wir zum vierten Punkt der Infrastruktur. Ganz zentral ist natürlich der Ausbau der Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr. Wir müssen das Schienennetz ausbauen, wir brauchen Beschleunigungen, wir brauchen aber auch Kapazitätsausweitung, damit wir die Verdopplung und die Taktverdichtung erreichen können. Wir haben viele eingleisige Strecken im Land, die zu ihrer Bauzeit im 19. Jahrhundert ausreichend waren, aber durch die dynamische Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg in den letzten 50 Jahren reichen diese Infrastrukturen im Vergleich zu anderen Bundesländern gar nicht mehr aus und sind deutlich unterdimensioniert. Wir brauchen da Elektrifizierungen, wir brauchen Doppelspurausbauten. Und ich freue mich, dass wir mit vielen Regionen, Landkreisen da unterwegs sind bei ehrgeizigen Projekten, wie am Hochrhein, an der Brenzbahn, auf der Zollernalbbahn, auf der Bodensee-Gürtelbahn, wo überall jetzt die Planungen anlaufen, um die geschaffenen günstigen Fördermöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten für solche ambitionierten Ausbauten auch zu nutzen. Da tut sich unheimlich viel. Wir haben aber auch die Feststellung gemacht und auch in der Kommission diskutiert, dass wir bei unserem Schienennetz in den vergangenen Jahrzehnten es vielleicht zu sehr auf Effizienz getrimmt haben und dabei übertrieben haben. Zu viele Weichen wurden ausgebaut, um Kosten zu sparen. Eine nur wirtschaftlich optimale Betriebsqualität ist bis heute das Ziel von DB Netz. Das heißt übersetzt, ich investiere nur gerade so viel, dass es, dass es noch gut funktioniert, aber ich nehme bewusst in Kauf, dass ich keine optimale Betriebsqualität habe, um die Kosten der Infrastruktur zu reduzieren. Wir wissen heute, dass diese Qualität des Schienenverkehrs bei uns gelitten hat in Deutschland. Wir haben da jeden Tag damit zu kämpfen, mit Klagen von der Kundschaft. Und wir werden die Kunden so nicht überzeugen. Wir gewinnen sie so nicht. Und ich glaube, wir müssen hier, auch da hilft ein Blick über die Grenze in die Schweiz, etwas großzügiger denken, Redundanzen ins Netz einbauen, auch mal Weichenverbindungen für den Störfall. Und nicht nur das, was man für den fahrplanmäßigen Betrieb braucht. Das kostet auch etwas mehr, aber wahrscheinlich rechnet sich das unter dem Strich, wenn man sich eine teure Schieneninfrastruktur ohnehin leistet, sollte man nicht an den letzten 10% sparen. So die Überzeugung. Im Straßenverkehr haben wir das schon angesprochen. Hier wird es vor allem auf eine Umverteilung von Flächen ankommen. Darauf war ich gerade eben schon eingegangen. Der fünfte Punkt behandelt dann das Thema Betrieb, Qualität, Fahrzeug. Auch hier macht uns die Schweiz vor und lehrt uns aber auch, dass am Ende entscheidend für den Erfolg des öffentlichen Verkehrs am Fahrgastmarkt nicht nur die raschen zügigen Reisezeiten sind, die sind in der Schweiz nämlich gar nicht so zügig, und auch nicht der allergünstigste Preis, sondern dass vor allem Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, die Voraussetzungen sind, die wir schaffen müssen, auf denen wir aufbauen müssen. Auch das wird kosten. Das ist ein teurer öffentlicher Verkehr, aber wird auch höhere Deckungsbeiträge von den Fahrgästen erwirtschaften können, wenn dieses Angebot dann auf höhere Akzeptanz stößt. Nur ein Beispiel möchte ich nennen. Wir haben heute eigentlich Echtzeitdaten im öffentlichen Verkehr, sind zumindest auf dem Weg dahin. Wir müssen sie auch nutzen. Schon vor über zehn Jahren, denn es war zu einer Zeit, als ich auch gar nicht hier im Ministerium war, war ich auf einer Fachexkursion in Vorarlberg mit dabei. Wir fuhren mit dem Stadtbus in Feldkirch und auf einmal kam dann auf dem Display oben die Meldung, wir haben zwar 3 Minuten Verspätung, aber an der Haltestelle XY wartet der Anschlussbus nach sowieso. Solche Dinge haben wir bei uns bis heute nicht. Und das sind aber die
Qualitäten, die der Fahrgast schätzt und die Zuverlässigkeit. Wir müssen zum anderen bei den Fahrzeugen auch, darauf ist Herr Minister schon ausführlich eingegangen, dann kann ich das kurz machen, den Umweltvorteil halten, den der ÖPNV hat und ausbauen. Durch die Elektrifizierung der Flotte und bis zum Jahr 2030 müssen wir hier einen ganz großen Schritt vorangekommen sein und so unser Ziel, bereits den Großteil der Flotte im regulären Erneuerungszyklus elektrifiziert haben. Mit welcher konkreten Antriebstechnik auch immer. Kommen wir zum sechsten Punkt, Tarif. Da stehen wir vor einigen Herausforderungen. Auch hier, das hat der Herr Minister schon angesprochen, wir müssen die ÖPNV-Tarife fortentwickeln. Sie anpassen an die immer flexibleren und komplexeren Mobilitätsmuster der Menschen. Die Streckenzeitkarte, mit der ich günstig 5-mal die Woche die gleiche Strecke hin und zurück fahren kann, die passt einfach nicht mehr für alle. Wir brauchen Jahresnetzkarten, das ist nichts Neues, wie wir sie in Freiburg haben, wie wir sie in der Schweiz mit dem Halbtagspass haben. Aber wir brauchen auch flexible, leistungsbezogene Angebote für häufig Fahrer, die sich nicht auf eine Stammstrecke, nicht an eine Stammstrecke gebunden sind, sondern mit Digitaltarifen, Check-in, Check-out haben wir die Voraussetzung, dass wir Vielfahrern Rabatte gewähren, auch wenn sie nicht jedes Mal die gleiche Strecke fahren. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass das Wort 365 in dem Papier nicht auftaucht. Sie wissen, die Fachleute stehen der Forderung nach 365-Euro Tickets eher skeptisch gegenüber. Politisch stehen sie hoch im Kurs. Sondern wir haben uns verständigt, auch das hat der Minister schon ausgeführt, auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil wir eben der Überzeugung sind, wir brauchen zunächst einmal einen gut ausgebauten, qualitativ und quantitativ gut ausgebauten ÖPNV zu einem fairen Preis, angemessenen Preis, werten Preis, aber ein ÖPNV, der begeistert. Dann ist die Kundschaft auch bereit, einen angemessenen Preis dafür zu bezahlen. Und wenn man den Euro nur einmal ausgeben kann, sehen wir die Priorität beim Ausbau. Und wenn dieser finanziert ist, dann kann man auch über preissenkende Maßnahmen nachdenken. Es war zum Beispiel auch im großen Vorbild Wien so. Die großen Fahrgastzuwächse kamen dort vor allem durch den Ausbau der Verkehrsangebote. Kommen wir zum siebten Punkt. Kommunikation und Mobilitätskultur, das hat Herr Minister schon ausführlich dargestellt. Will ich das hier an dieser Stelle kurz machen. Verkehrsmittelwahl ist nun mal nicht nur rational, wenn sie überhaupt rational ist. Und das, deshalb gibt es hierzu auch ein Handlungsfeld. Wir müssen die Menschen emotional ansprechen. ÖPNV, um das Wort von Herrn Minister zu benutzen, muss Kult werden. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir müssen diesen Imagewandel schaffen. Wir müssen, auch damit haben wir uns in der Kommission auseinandergesetzt, vielleicht aber auch mehr Baukultur haben im öffentlichen Verkehr, zum Beispiel bei den Stationen. Wir bauen alles aus, barrierefrei, verkehrssicher, funktional, vandalismusresistent, aber allzu oft kommt da die Aufenthaltsqualität. Das Ansprechende doch unter die Räder. Man hat Bahnsteige zwischen Gleis und Lärmschutzwänden mit viel Beton, die aber zugig sind und kein Ort sind, wo man sich gerne aufhält. Wir brauchen hier, glaube ich, eine ambitioniertere Gestaltung, vielleicht auch mehr Regionalität. Schauen wir nach Vorarlberg in den Bregenzer Wald, da hat man diese Wartehäuschen in einer Holzbauweise mit traditionellen Werkstoffen aus der Region, aber mit moderner Architektur. Dazu müssen wir natürlich auch unsere Förderrichtlinien vielleicht anpassen, dass wir nicht nur das Notwendige, sondern vielleicht auch das gestalterisch Ansprechende finanzieren. Und mein Traum wäre, dass wir auch für den öffentlichen Verkehr das machen, was wir in vielen Städten und Kommunen uns inzwischen was wir dort tun, nämlich einen architektonischen Gestaltungsbeirat einrichten, wo Fachleute auch beratend tätig sind in gestalterischen Fragen.
Kommen wir zum achten Punkt, den Rechts- und Finanzierungsrahmen. Die zentrale Aussage, auch da ist Herr Minister schon ausführlich darauf eingegangen, ist, wir schlagen vor, den ÖPNV zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen. Schlagen vor, da gehe ich gleich noch genauer darauf ein, das stimmt nämlich nicht ganz. Bislang ist er ja eine freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge nach unserem ÖPNV-Gesetz. Anders als das Straßenwesen, der Schulausbau, die Jugendhilfe. Und dass es auch möglich ist, wenn es auf der politischen Agenda steht, neue Themen zu Pflichtaufgaben zu machen und auch Geld für Mindeststandards zur Verfügung zu stellen, zeigt ja zum Beispiel das Thema Kindertagesbetreuung, das seit etwa erst 10 Jahren diesen Status erreicht hat und wo man ja sehr viel getan hat und auch von öffentlicher Seite mit sehr viel zusätzlichem Geld hineingegangen ist. Die politische Bedeutung des öffentlichen Verkehrs ist aus unserer Sicht so weit gewachsen, dass dieses Thema Pflichtaufgabe, und zwar mit Mindeststandards, auf der Agenda steht. So die Formulierung, auf die wir uns dann verständigt haben, das ist mehr als ein Prüfen, das ist aber auch noch kein Konsens, dass es jetzt genauso kommen muss. Und diese Formulierung ist von daher durchaus mit Bedacht gewählt. Weil wir noch nicht alle ganz überzeugt haben. Vor allem die kommunale Seite sagt, naja, aber eine Pflichtaufgabe, die dann am Ende wie in anderen Bundesländern nicht mit klaren Standards verbunden ist, die ist nichts wert. Und diese Standards können wir natürlich nur vorgeben, wenn auch aufgrund des Konnexitätsprinzips die Finanzierung staatlicherseits, die finanzielle Ausstattung staatlicherseits gesichert ist für Aufgaben, die die Kommunen dann zwangsweise erfüllen müssen. Hier geht es um viel Geld, das zu mobilisieren ist. Aber sicher ist auch, die ÖPNV-Offensive wird es nicht umsonst geben und an diesem Punkt wird es sich entscheiden. Der neunte Punkt benennt, die Zukunftskommission die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen, den Wandel der Verkehrsverbünde zu den Mobilitätsverbünden, die einen umfassenderen Ansatz haben. Dazu müssen sie natürlich auch leistungsfähiger werden, vielleicht vom räumlichen Zuschnitt her dann doch etwas größer, als wir das zurzeit in Baden-Württemberg haben. Und wir haben in dem Papier auch den Dualismus beschrieben, dass wir einerseits an der dezentralen Verantwortung festhalten wollen, der ortsnahen Verantwortlichkeit auf der kommunalen Ebene, dass wir andererseits aber landesseitig auch gewisse Leitplanken brauchen. Einmal in Form von quantitativen Standards, Mindesttaktvorgaben, aber auch planerische Leitplanken, damit die ÖPNV-Netze nicht immer kurz vor der Kreisgrenze enden, sondern auch da Durchlässigkeit sichergestellt ist. Damit zum Schluss der letzte, der zehnte Punkt, das Monitoring, die Evaluation. Auf Basis dieser Empfehlung soll jetzt die ÖPNV-Strategie konkretisiert werden, das hatte ich beschrieben. Allerdings ist auch klar, man kann sie jetzt nicht einmal aufschreiben und dann gilt sie 10 Jahre und wird schematisch abgearbeitet. Diese Umsetzung muss laufend beobachtet und auch nachgesteuert werden. Wann erreicht automatisiertes Fahren eine Reife, dass unbemannter ÖPNV im Straßenverkehr möglich wird? Das wäre natürlich der Durchbruch. Auch kostenseitig für Flächenverkehr und die letzte Meile. Welche Langzeitwirkungen bleiben aus der Corona-Pandemie? Hierzu wollen wir auch gezielte Forschungsförderung machen, technologische Pilotprojekte durchführen und wir wollen ein hochrangiges Begleitgremium einrichten, das ähnlich dieser Zukunftskommission, das den gesamten Prozess begleitet. Kommen wir zum Schluss. Gebe zu, dieses Konzept ist ambitioniert, aber wenn wir zurückschauen auf die vergangenen Jahrzehnte, dann muss man ja schon auch sagen, es wurde einiges erreicht. Ich habe jetzt mal so meine Lebenserfahrungen Revue passieren lassen. Als ich noch in den 80er Jahren zur Schule gegangen bin, zum Gymnasium, das war 10 Kilometer von Stuttgart entfernt, der Wohnort 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. Dazwischen gab es eine Bahnstrecke, mit der ich zur Schule gefahren. An Werktagen fuhr um 19.11 Uhr der letzte Zug zurück
zwischen Samstagmittag und Montag früh fuhr, überhaupt nichts. Sondern Dinge, die wir heute dort haben, Halbstundentakt, ganztägig, praktisch bis Mitternacht, Verkehr am Wochenende, Nachtverkehrssysteme, was heute im VVS-Gebiet selbstverständlich ist, daran hätte man damals gar nicht zu träumen gedacht, sich zu träumen getraut. Als ich Ende der 80er Jahre nach Tübingen kam, hat man dort gerade begonnen, das Stadtbussystem massiv auszubauen. Das hält bis heute an. Seit Ende der 80er Jahre konnten die Fahrgastzahlen in diesem Stadtbussystem verfünffacht werden. Es ist heute eine Stadt, wahrscheinlich die kleinste Stadt Deutschlands, die ein Nachtbussystem an allen Wochentagen hat. Das Sammeltaxisystem eigentlich überfordert war. Wir haben dann in Tübingen auch die Ammertalbahn reaktiviert und die Fahrgastzahlen haben mit 8000 Personen am Tag schon wenige Jahre nach der Eröffnung die Erwartungen und Prognosen mehr als verdoppelt übertroffen. Wir haben im Bahnhof Tübingen, von dem ich fast jeden Tag fahre, hat sich die Anzahl der Zugabfahrten, die Tag, die Werktag, von 1990 bis heute von 80 auf 210 Abfahrten fast verdreifacht. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die nicht überall stattgefunden haben, aber es sind Einzelbeispiele, die Mut machen, die zeigen, dass Erfolge möglich sind. Und von daher bin ich optimistisch, wenn wir dies fortsetzen, wenn wir dies in die Breite tragen und auch noch einen Zahn zulegen, dann können wir die Verdopplung erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hickmann, für die Einführung, die Vorstellung der Ergebnisse der Zukunftskommission. Wir gehen jetzt zu dem nächsten Punkt über, nämlich zur Podiumsdiskussion. Wir haben auch schon ein paar Fragen über den Chat erhalten, die ich dann auch an das Podium geben werde. Ich möchte das Podium zunächst gerne vorstellen. Zunächst möchte ich sagen, dass wir neben Herrn Minister Hickmann und Herrn Hickmann, den wir gerade gehört haben, auch die Landkreisperspektive eingeladen haben, die Leistungserbringerperspektive, die Fahrgastperspektive oder Kundenperspektive und auch die Wissenschaft. Und ich darf begrüßen Herrn Professor Dr. Komarowski von Komarowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreises Baden-Württemberg. Ich darf ebenfalls begrüßen Herrn Dr. Pichon, Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg im VDV KVV. Ich darf begrüßen Herrn Lieb, Fahrgastverband VCD und Frau Professor Dr. Reuter von der Bergischen Universität Wuppertal, die hier die wissenschaftliche Perspektive vertritt. Ich möchte mich zuerst an Herrn Professor Dr. von Komarowski wenden. Sie waren ja bei der Auftaktsitzung der Zukunftskommission dabei. Und wie würden Sie heute, nachdem der Prozess der Zukunftskommission zu Ende ist, beurteilen Sie aus Sicht des Landkreistages die entwickelten Zielbilder und auch die Maßnahmenempfehlungen mit Blick auf das Verdopplungsziel? Herr von Komarowski. Ja, Herr Merker, darf ich noch kurz sagen, Herr Merker, Ihr Mikro ist gerade ziemlich gestört. Das ist sehr nah am Mund. Wenn Sie das ein bisschen weitermachen, dann haben wir das leichter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das versuche ich jetzt ein bisschen wegzubiegen. Dann sollte es besser gehen. Dankeschön. Herr von Komarowski. Ja, vielen Dank, Herr Merker, für die Frage. Herr Minister, meine Damen und Herren. Aus unserer Auftaktveranstaltung erinnere ich vor allem dreierlei. Erstens eine sehr große Übereinstimmung, was die Grundtrends anbelangt, die wir bewältigen sollten in der Zukunftskommission. Digitalisierung, Individualisierung, Intermodalität und das für uns als Landkreise besonders wichtige Thema, ich will es mal neutral formulieren, Entwicklungsverschiedenheiten im Ballungsraum und in den ländlich geprägten Räumen. Ich erinnere zweitens eine große Grundübereinstimmung im Hinblick auf Gewissheiten, die schon relativ alt sind, aber deswegen immer noch aktuell sind oder trotzdem noch aktuell sind, nämlich die Grundgewissheit, dass wir eine Stärkung des ÖPNV nur hinbekommen durch Ausbau, durch Erhöhung der Taktfrequenzen, durch Ausbau von Wochenendangeboten und insbesondere auch durch das, was Herr Minister und Herr Hickmann schon angesprochen haben, nämlich die flexiblen Bedienungsformen. Drittens erinnere ich
allerdings auch eine provokant gefasste These von Professor Sauter-Servais, der ja so ein bisschen kontrapunktisch zu der Veranstaltung damals formuliert hatte, ich gebe es mal sinngemäß wieder, das Auto der Zukunft nimmt rasant an Fahrt auf. Wenn ich jetzt vor diesem Hintergrund dieser Impressionen aus der Auftaktveranstaltung mir die Zielbilder und Maßnahmenempfehlungen anschaue, dann glaube ich, dass sich unser Ergebnis wirklich sehen lassen kann. Ich glaube, wir haben ausgehend von den skizzierten Grundtrends und auch ausgehend von den Grundgewissheiten, die wir hatten, haben wir in sehr strukturierter Weise, auf die Strukturiertheit hat der Minister auch schon hingewiesen, einen umfassenden Katalog von Maßnahmen entwickelt in allen Teilbereichen. Da geht es wirklich von Angebotsausweitungen über ordnungsrechtliche Fragen bis hin zu Kommunikationsstrategien. Also wirklich eine in sich schlüssige und runde Sache. Jetzt muss natürlich in der Umsetzung, muss man die Dinge nochmal abschichten. Man muss sicherlich priorisieren. Es gibt Maßnahmen, denen eine größere Priorität beigemessen werden muss. Angebotsausweisung, Ausweitung, flexible Bedienungsformen gehören aus unserer Sicht sicherlich besonders dazu. Wir haben jetzt als kommunale Seite, und das ist ja heute schon mehrfach angesprochen worden, vor allem auch das Finanzierungsthema immer wieder angesprochen. Uns ist es wichtig, dass für einzelne Maßnahmen die Verantwortlichen klar benannt werden und dass dann auch gefragt wird, wie deren Maßnahmen ausfinanziert werden sollen. Und hier hat die Strategie noch eine gewisse Blindstelle, die muss gefüllt werden. Wir haben in diesem Zusammenhang wiederholt auf das Thema Landesmobilitätskonzept hingewiesen, denn wir meinen, dass ein solches Landesmobilitätskonzept auch diese finanziellen Anforderungen im Gesamtkontext der Mobilität ausleuchten könnte. Und natürlich ist alles Makulatur, auch darauf hat der Minister schon hingewiesen, wenn es uns jetzt nicht in der Corona-Pandemie gelingt, den ÖPNV zu stabilisieren und auch das Vertrauen in den ÖPNV zu stabilisieren. Das Thema Rettungsschirm 2.0 für 2021 steht hier heute nicht im Raum. Ich will aber nur daran erinnern, dass die in der Tat ambitionierten Ziele sich nur erreichen lassen, wenn wir jetzt in der Krise auch tatsächlich zu einer Stabilisierung des ÖPNV finden. Jetzt ist es immer auch so, dass in solchen Kommissionen, wo auch unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Befindlichkeiten zusammenkommen, dass man da Kompromisse eingehen muss. Und ein Thema, wo wir in der Tat Schwierigkeiten hatten, war das Thema Pflichtaufgabe. Deswegen gibt es ja auch diese kompromisshafte Formulierung in den verschiedenen Passagen des gemeinsamen Papiers. Unsere Skepsis dieser Pflichtaufgabe gegenüber rührt nicht etwa daher, dass wir grundsätzlich dagegen wären, den ÖPNV als Pflichtaufgabe zu statuieren. Wir schauen aber eben in andere Bundesländer und sehen, dass dort das Thema Pflichtaufgabe einfach unter Haushaltsvorbehalt gestellt worden ist und eine Pflichtaufgabe nach ÖPNV rein nach Kassenlage kann es aus unserer Sicht nicht geben. Und insofern bin ich dankbar, dass der Minister auch sehr deutlich gemacht hat, dass man, wenn man eine Pflichtaufgabe statuiert, auch über deren Finanzierung sprechen muss. Ich will in diesem Zusammenhang allerdings darauf hinweisen, dass die kommunale Seite an dieser Stelle in den vergangenen Jahren stark in Vorleistung gegangen ist. Wir haben seit 2000 die Ausgaben auf Landkreisebene für den ÖPNV verdoppelt. Wir haben im Jahr 2018 in der gemeinsamen Finanzkommission einer Quasi-Verdoppelung der LGVFG-Mittel zugestimmt und das haben im Wesentlichen wir finanziert. Also die kommunale Seite hat schon einiges auf den Weg gebracht, um einen auskömmlich finanzierten ÖPNV zu haben. Insofern sehen wir jetzt auch ein Stück weit das Land in der Pflicht. Letzter Punkt, was uns wirklich auch sehr wichtig ist, ist, dass diese ÖPNV-Strategie anschlussfähig bleibt an das Thema Gesamtmobilität in Baden-Württemberg. Das greift so ein bisschen diese provokante These von Professor Sauter-Servais auf. Aber wir meinen, dass wenn man über Mobilität spricht, wir auch über Automobilität, wir auch über autonomes Fahren, wir auch über Elektromobilität sprechen müssen, gerade vor dem Hintergrund der Entwicklungsverschiedenheit
Verschiedenheiten im Ballungsraum und in den ländlich geprägten Räumen. Und deswegen bringe ich am Ende nochmal unser Ceterum Censeo. Wir brauchen ein Landesmobilitätskonzept, das diese Fragestellungen ganzheitlich betrachtet. Die ÖPNV-Strategie ist ein ganz wichtiger Baustein für dieses Landesmobilitätskonzept, kann aber nicht der einzige Baustein dieses Landesmobilitätskonzepts sein. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich gebe das Wort weiter im Podium an Herrn Lieb und frage auch Sie, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen sind, um das Verdopplungsziel zu erreichen aus der Perspektive des Fahrgastbeirats und auch des VCDs. Herr Lieb, Sie waren ja von Anfang an dabei und haben mitgearbeitet. Wie beurteilen Sie die entwickelten Maßnahmen? Ja, Herr Merkel, also die Maßnahmen sind eigentlich sehr umfangreich, die wir da entwickelt haben. Die sind aber auch notwendig, weil was bedeutet denn Verdoppelung der Fahrgastzahlen? Wir wollen ja nicht, dass die heutigen Fahrgäste doppelt so häufig fahren, sondern wir wollen ja neue Personenkreise erschließen, die den öffentlichen Verkehr gerne nutzen. Und dafür muss das Angebot, wie wir es vorher schon gehört haben, eben zuverlässig, pünktlich sein, aber entsprechend auch ausgebaut sein, dass ich überall hinkommen kann. Das ist das Thema Verlässlichkeit auch, dass ich verlässlich überall hinkommen kann. Und da ist noch viel zu tun. Gerade in der Fläche fehlt es hier noch an Angeboten, gerade auch am Wochenende und abends. Auf vielen Strecken in ländlichen Raum ist halt morgens, Samstagmorgens noch ein bisschen Angebot und dann gibt es wieder montags weiter. Damit kann ich natürlich niemanden aus dem Auto rauslocken. Das heißt, ich muss vernünftige Angebote schaffen und dann kann ich auch die Leute dazu bekommen. Aber wichtig ist auch, neben dem Angebot muss ich auch die Kultur ändern, muss es von breiteren Bevölkerungsgruppen wieder der ÖV als Alternative in Erwägung gezogen werden. Deshalb habe ich auch ganz bewusst hier heute eine Buskrawatte angezogen, um zu zeigen, dass eben der Bus ein wichtiges Verkehrsmittel ist und die Leute sollten dieses Busangebot auch gerne nutzen wollen. Heute gibt es da immer noch gewisse Hemmnisse, dass Leute eher meinen, also zumindest nicht, also durchaus viele, mit dem Bus, nein, das fahre ich nicht. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da, denke ich, ist ein Bewusstseinswandel notwendig. Den muss man unterstützen. Da muss man aktiv auch diese Werbung für eine neue Mobilitätskultur, für eine ÖPNV-Kultur machen, damit es ganz selbstverständlich wird, dass man nicht schräg angesehen wird, wenn man da im Bus drin sitzt, sondern dass man eigentlich ganz normal, dass ich da mitfahre. Vielen Dank, Herr Lieb. Herr Dr. Pichon, wie beurteilen Sie denn die entwickelten Zielbilder und Maßnahmenempfehlungen, vor allen Dingen ja auch wieder mit Blick auf das Verdopplungsziel aus der Sicht als Vertreter der Verkehrsverbünde, also VDV? Was können aus Ihrer Sicht die Maßnahmen und Zielbilder beitragen? Ja, vielen Dank. Vielleicht als Vertreter des VDV, der Landesgruppe Baden-Württemberg, vertrete ich ja sowohl die Verkehrsunternehmen als auch die Verbünde. Und von daher war es uns die ganze Zeit sehr wichtig, dass diese Zukunftskommission stattgefunden hat und dass wir hier auch eingebunden worden sind und dass wir da unseren Beitrag leisten konnten. Es war sehr wichtig, möchte da nochmal vorne wegstellen, vor allem auch in der schwierigen Zeit im letzten Jahr, in der wir immer noch sind, dass da diese Themen der Zukunftsperspektive aufgegriffen worden sind. Das hat uns sehr gefreut, dass die kurzfristige Hilfe durch den ersten Corona-Rettungsschirm uns in die Lage versetzt hat, es auch bislang zu überstehen. Das war ein wichtiger Schritt. Als Verkehrsverbünde möchte ich vielleicht sagen, den Schwerpunkt legen auf 3 Handlungsfelder von den 10, wo die Verbünde besonders angesprochen sind. Hier ist zum ersten das Handlungsfeld 2, also die vernetzte Mobilität, dieses optimale Verbinden der verschiedenen Verkehrsträger, eine Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen und auch verbunden mit dem Handlungsfeld 6, Tarif und Vertrieb eben günstig, flexibel und verständlich. Das passt sehr gut zusammen zu den vielen Themen, die wir gemeinsam mit dem
Ministerium auch schon in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich denke hier zum Beispiel aus unserem Gebiet hier Regio Move, wo wir eben multimodal die Verkehrsträger schon zusammenfassen, Echtzeitinformationen geben, Buchungsmöglichkeiten geben und jetzt mit den Initiativen, die wir haben, einmal den BW-Tarif, wo man dann verbundübergreifend fahren kann und den E-Ticket-Themen Check-in, Check-out, was wir hier verbinden. Ich glaube, da sind wir auf einem guten und wichtigen Weg, den Zugang zum ÖPNV auch für heutige Nichtnutzer zu verbessern. Wichtig dabei auch Kommunikation und Mobilitätskultur verändern, wie es angesprochen worden ist. Auch da sehe ich die Verbünde vor Ort, die eine hohe Expertise haben und die auch vor Ort diese Themen umsetzen können. Deshalb ist uns auch wichtig, die von Herrn Hickmann und Herrn Herrmann angesprochenen Vor-Ort-Termine, in denen jetzt diese Strategie konkret runtergebrochen wird und damit dann auch umsetzbar wird. Also von daher sehr wichtige Handlungsfelder. Muss aber auch nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich jetzt in einen Spannungsmehreck, Dreieck mindestens reinkommen. Auf der einen Seite fordern wir hier, um diese Ziele zu erreichen, eine Erhöhung der Qualität, die Angebotsqualität, die Fahrzeugqualität, die Infrastrukturausbau. Das führt natürlich zu einem höheren Mittelbedarf. Wir haben auf der anderen Seite steigende Betriebskosten als Unternehmen durch eben auch modernere Fahrzeuge, höhere Abschreibungen und E-Busse und so weiter, die zwar gefördert sind, wo aber doch ein größerer Aufwand auch bei uns hängen bleibt. Und auf der anderen Seite der Kunde, der mit Recht jetzt fordert, hier Flexibilität zu bekommen, der Corona-bedingt jetzt erstmal auf einem historischen Minimum ist, die wir jetzt erstmal alle wieder aktivieren müssen, dass sie jetzt nach der Pandemie wieder zu uns kommen, die aufgrund der Homeoffice-Erfahrung jetzt vielleicht auch erwarten, dass wir flexible Angebote machen, die aber auch dazu führen, dass wir weniger Einnahmen bekommen. Deshalb ist die Finanzierung ein wichtiger Beitrag. Wir hatten vor der Pandemie schon mal ein kurzes Gutachten gemacht. Da hatten wir festgestellt, dass neben der Milliarde, die heute im System ist, pro Jahr voraus so etwa eine weitere Milliarde nötig wäre in Baden-Württemberg, um diese Ziele zu erreichen. Das werden wir noch weiter konkretisieren. Und von daher kann ich nur appellieren, dass wir da sehr genau hinschauen, wie wir es finanzieren können und vor allem auch an dritte Themen gehen, an alternative Finanzierung, wie sie angesprochen worden sind, Mobilitätspässe, City-Maut, alle undankbaren Themen, die viele nicht gerne hören müssen. Ich glaube, da müssen wir ran und da müssen wir auch in der Diskussion unterstützen. Und das machen wir als VDV sehr gerne. Ja, vielen Dank, Herr Pichon. Das war auch eine Frage, die schon über den Chat und an uns herangetragen wurde, wie man die mit der Situation der Pandemie umgeht und welche Lösungsansätze Sie da sehen. Sie haben schon ein bisschen was angedeutet, aber vielleicht mögen Sie gleich im Anschluss da nochmal vertiefend oder ergänzend darauf eingehen. Ich darf aber vorher auch Frau Professor Dr. Reuter fragen, wie Sie denn die Ergebnisse beurteilen. Sie haben ja sozusagen auch von Anfang an mitgearbeitet als Wissenschaftlerin, Universität, Bergische Universität Wuppertal. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen, um das Verdopplungsziel zu erreichen, Frau Dr. Reuter? Ja, vielen Dank. Ich habe die große Freude gehabt, von außen hier mitzuarbeiten in der Zukunftskommission Baden-Württemberg. Und ich glaube, es ist ganz schwer zu beantworten, welche Einzelmaßnahme hier am meisten beiträgt zu dem Verdopplungsziel, sondern das Tolle an der Strategie ist, dass ja gerade ganz unterschiedliche Maßnahmenbereiche und Maßnahmenbündel miteinander kombiniert werden, wodurch dann auch wieder Synergien entstehen können. Und Synergien, die sich dann gegenseitig verstärken, um eben dann gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht noch aus wissenschaftlicher Sicht ist ganz wichtig, dass wir gerade am Ende noch das 10. Maßnahmenbündel dazugenommen haben mit der Überschrift der Evaluation und der Begleitung und des Monitorings. Weil ich denke, um tatsächlich auch sowohl während des Prozesses der Umsetzung als auch im Nachhinein dann aus der Strategie zu lernen und zu überprüfen, was denn am wirkungsvollsten ist, brauchen wir ein gutes Monitoring. Wir brauchen auch den Mut, oder wir nicht, sondern Sie in Baden-Württemberg, den Mut auch über Modellprojekte Sachen auch mal auszuprobieren. Dafür braucht es auch die Wissenschaft und Forschung über Modellprojekte zum Mobilitätspass, zu On-Demand-Angeboten, aber auch natürlich darüber hinaus zu anderen weitergehenden technischen Innovationen wie dem autonomen Fahren, Vernetzung, Mobilstationen, regional oder auch kommunal. Also zu diesen innovativen Maßnahmen, dass die begleitet werden. Aber
beziehungsweise und die, ich sag mal, die ganz normalen Maßnahmen auch, die zu den Basics gehören. Und das, glaube ich, ist auch nochmal in der Strategie oder haben wir versucht herauszuarbeiten, dass neben diesen innovativen, tollen, neuen Sachen müssen die Basics stimmen. Es muss einfach attraktiv sein und gut sein, der ÖPNV, damit man ihn benutzt. Und die Maßnahmen, die dazu führen, dass der ÖPNV besser wird als der motorisierte Individualverkehr, dass es also Spaß macht, den ÖPNV zu benutzen und dass man einfach zumindest im Ballungsraum öfter vor die Entscheidung gestellt wird, brauche ich überhaupt noch ein Auto, vielleicht brauche ich es ja dann überhaupt nicht mehr, wenn der ÖPNV gut genug ist. Und dafür der Mut, der in der Strategie auch mit formuliert ist, der Mut, dass gesagt wird, ja, wir wollen auch Maßnahmen umsetzen, die dazu führen, dass der Autoverkehr benachteiligt wird oder positiv der ÖPNV bevorteilt wird, in Bezug auf die Flächenaufteilung von Straßen oder Stichwort Parkraummanagement oder Stichwort Busspuren, Ampelvorrangschaltungen. All diese Maßnahmen, die dazu führen, im Vergleich zum Autoverkehr den ÖPNV auch noch besser zu machen. Also insofern denke ich, es gibt das Maßnahmenbündel Basics, total wichtig, das Maßnahmenbündel ÖPNV muss besser werden als der motorisierte Individualverkehr und das Maßnahmenbündel, ja, ein positiver ÖPNV, Wertschätzung, Modellprojekte ausprobieren, Innovationen und alles gut monitoren und dafür stehen die Wissenschaft und Forschung in Baden-Württemberg und darüber hinaus zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Reuter, für Ihren Beitrag. Herr Heckmann, ich habe eine Frage aus dem Chat, die ich gerne direkt an Sie geben würde. Und zwar geht es dann nochmal auch um den Punkt, den Herr Lieb gerade angesprochen hat, nämlich die Frage, woran die Verdopplung denn festgemacht werden könnte. Sind das die Fahrgastzahlen, die Fahrgastkilometer oder sind es die sogenannten Beförderungsfälle? Gibt es da, woran wird das operationalisiert, das Verdopplungsziel? Das ist eine Frage, die wir jetzt einfach direkt mal aufs Podium mit aufnehmen. Ja, vielen Dank, Herr Merker. Ja, also wir im Ministerium und auch in der Klimaschutzstrategie arbeiten immer mit folgender Definition: Verdopplung der im öffentlichen Verkehr zurückgelegten Personenkilometer, also die Verkehrsleistung gegenüber dem Jahr 2010. Da haben wir natürlich schon ein Stück weit erreicht, aber natürlich bei weitem noch nicht die Hälfte, wie es der zeitliche Verlauf nahelegen könnte. Und deshalb bleibt es ein sehr ambitioniertes Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heckmann. Herr Minister, würde Sie gerne ganz allgemein fragen, wie Sie das bis jetzt hierher aus dem Podium Gehörte bewerten, mit Blick auf den weiteren Prozess der Ausarbeitung und auch die dann anstehende Umsetzung der Strategie. Ich möchte diese Frage ebenfalls mit einer Frage aus dem Publikum, die uns über Chat erreicht hat, verbinden, nämlich die Frage, wie das denn im ländlichen Raum aussehen könnte, in den dünner besiedelten Regionen Baden-Württembergs, wie denn da das ambitionierte Verdopplungsziel 2030 zu erreichen sei, zum Beispiel durch den 30-Minuten-Takt im SPNV, ÖPNV, und wie sieht das dann infrastrukturell und auch finanziell aus? Also das sozusagen schon eine sehr konkrete, auch in die Zukunft gerichtete Frage einerseits und andererseits meine Frage, wie es denn überhaupt aus Ihrer Sicht weitergeht, was aus Ihrer Sicht wichtige Schritte sind, auch von dem Hintergrund, was gerade die Podiumsteilnehmerinnen gesagt haben. Ja, vielen Dank. Also die verschiedenen Beiträge, die jetzt gerade auch im Zusammenhang dieses Podiums gesagt worden sind, und wir hatten ja davor auch nochmal eine Aussprache interner Art, die zeigen eigentlich, dass wir doch in hohem Maße Konsens haben, auf was wichtig ist, was man angehen muss und auch wo sozusagen Schwierigkeiten sind und wo es auch noch Notwendigkeiten gibt, Dinge zu präzisieren. Also das finde ich völlig in Ordnung, auch gerade wenn darauf hingewiesen ist, also wenn man Pflichtaufgabe macht, dann muss es schon gut definiert sein, damit es keine, ich sage mal, eine formale Nullnummer ist mit großem Angabepotenzial ohne Wirkung. Also das ist, glaube ich, ziemlich gut. Was ich heute Vormittag vergessen habe, was ich jetzt aber gerne aufgreifen würde, das ist, was mir auch gut gefallen hat, das ist, dass die Wissenschaft sagt, wir sind interessiert, euch zu begleiten. Wir machen das gerne. Ich glaube, wir sind auch umgekehrt, was wir jetzt vorhaben, auch mit der Strategie,
ist natürlich ein super Lernfeld für Studierende, die sozusagen die nächste Generation der Planer sein wird und der Manager und so weiter. Die müssen jetzt sozusagen ihr modernes Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen und umgekehrt Sie als Professoren und andere, der Herr Hupfer in Karlsruhe, so, die werden das in die Ausbildung überführen, was Sie jetzt sozusagen mit uns gemeinsam erarbeiten. Das ist, glaube ich, das ist mir wirklich wichtig, dass wir nicht nur strategisch vorgehen, sondern auch wissenschaftsgestützt vorgehen und uns auch ab und zu sagen lassen, was bringt und was nichts bringt. Ja, das kann man doch nur durch eine gute wissenschaftliche Begleitung und Evaluation rausfinden. Damit bin ich ja auch bei der Frage, wie machen wir es im ländlichen Raum? Ich glaube, das größte Problem im ländlichen Raum ist schon, dass dort schon sehr andere Lebensverhältnisse sind und andere Angebotsmöglichkeiten gegeben sind. Allerdings, selbst da ist es so, dass man nicht pauschal sagen kann, der ländliche Raum ist halt schlecht erschlossen durch den ÖPNV. Ist nicht so. Es gibt halt Landkreise, wo relativ viel getan wurde in den letzten Jahren und Landkreise, die das weitgehend halt laufen haben lassen. Gibt, und abhängig dann davon, gibt es gute und innovative Unternehmen, die was gemacht haben oder nicht. Also ich glaube, dass wir im ländlichen Raum eine weit größere Herausforderung hat, das überhaupt besser zu machen und erst recht, das Verdoppeln geht vielleicht wahrscheinlich noch am schnellsten, aber da ist es noch lange nicht gut. Also wenn ich weit unten bin und das verdopple, aber also insgesamt dort einen guten ÖPNV zu machen, ist die größte Herausforderung. Und also ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir im bisher haben wir ja quasi die Modernisierungselemente des ÖPNVs im Ballungsraum. Ja, also die Echtzeitanzeige, die gibt es halt zuerst im Ballungsraum und nicht im ländlichen Raum. Und einige andere Dinge gibt es halt zuerst dort, weil da der ÖPNV schon weit ausgebaut ist. Aber perspektivisch glaube ich, dass wir gerade die Neuerungen im ländlichen Raum brauchen. Also den flexiblen öffentlichen Verkehr, die kleineren Gefäße, die, ich nenne es gerne, wir brauchen zukünftig flexible Routen oder man könnte auch sagen virtuelle Routen und virtuelle Bestellungen und virtuelle Haltepunkte. Das ist was anderes wie der ÖPNV in der Stadt. Aber die neuen Technologien, das Smartphone ermöglicht das so zu machen oder auch das autonome oder teilautonome Fahren ermöglicht das. Deswegen hat das Land ja auch im Prinzip drei Projekte laufen, die man zusammenfassen könnte. Autonome Shuttle im Dienste des ÖPNVs. Also da probieren wir was aus und das ist jetzt in den Anfangsjahren, aber ich glaube Ende des Jahrzehnts werden wir aus den Pilotprojekten raus sein und erste Angebote haben. Vielleicht, also es muss nicht zwingend autonom sein, aber vielleicht teilautonom oder zumindest so, dass es eben flexible Routen gibt, flexible Haltestellen, sodass der Anspruch Halbstundentakt dort anders aussehen kann. Entscheidend ist, dass man weiß, dass wenn man nachts um 10 von der Stadt noch nach Hause kommen möchte im ländlichen Raum, dass man dann immer noch ein Angebot hat. Und für mich ist es sogar kürzer als der Halbstundentakt, weil ich es vorher angefordert habe und ich fertig bin mit meiner Veranstaltung, mit meinem Kinobesuch und sonst was. Und ich weiß, in 20 Minuten habe ich den Bus bestellt und dann kommt er da und da und dort vorbei. Das wäre erstmal die Antwort. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Uns ist eine weitere Frage eingespielt worden von Gästen, die uns zuschauen, nämlich die Frage der Preisbildung und ob das nicht eine Ausrede sei für alle Autofahrer, dass es ja günstiger sei, wie es denn mit der Kostenwahrheit stehen würde. Also wir haben das Thema Preise ja schon auch angesprochen und auch preiswert, also dass man auch für etwas für einen attraktiven ÖPNV auch etwas gerne bezahlt, wenn es sozusagen preiswert ist. Aber wie sieht es denn mit der Kostenwahrheit aus? Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Frage für Herrn Lieb oder vielleicht auch für Frau Professor Reuter. Wer mag dazu etwas sagen? Herr Lieb. Ich kann dazu gern was sagen. Wenn man sich heute den Inhaber einer Monatskarte oder Jahreskarte anschaut, der täglich das Angebot nutzt, dann fährt er sehr preiswert. Auf der anderen Seite, der Autofahrer gibt eigentlich relativ viel Geld für sein Auto aus, also signifikant mehr als der reine ÖV-Nutzer, aber es ist ihm dies wert. Und die Frage, die spannende Frage ist jetzt, wie schaffe ich es, und das ist eigentlich das Erfolgsrezept auch in der Schweiz, dass man
diese höhere Zahlungsbereitschaft des Autofahrers für sein Auto umzulenken bekommt auf den ÖV, indem der ÖV besser wird, indem er deshalb auch durch ein dichtes Angebot bereit ist, für den ÖV zu bezahlen. Er kann allerdings ja nicht doppelt Auto bezahlen und ÖV bezahlen. Also das geht dann darum, dass man in der Tat den ÖV so gut macht, dass man auf das Auto verzichten kann und das Auto sich dann noch zubucht, wenn man es tatsächlich braucht. Und dann kann der Einzelne unterm Strich letztendlich mit weniger Geld auskommen, aber trotzdem eine hohe Qualität der Mobilität haben. Dazu bedarf es allerdings einer Vorfinanzierung letztendlich dieser Angebote, weil die Fahrgäste natürlich nicht sofort da sind, sondern die kommen erst dann, wenn sie sehen, da ist es da und es funktioniert. Ja, und in dem Zeitraum, bis es aufgebaut ist, habe ich natürlich noch wenige Nutzer. Und da gilt es eben, diese Durststrecke quasi zu überbrücken. Frau Professor Reuter. Ja, ich möchte auch noch einen Aspekt zu der Kostenfrage einbringen. Wir diskutieren, ich weiß auch in Baden-Württemberg, aber darüber hinaus in anderen Bundesländern, in vielen Städten auch, das Thema einer ganz neuen Finanzierung, eines neuen Finanzierungsbeitrags im ÖPNV. Im Prinzip das Semesterticket für alle. Viele kennen das Semesterticket, als sie studiert haben. Das ist eine super Sache. Man bezahlt einmal pro Semester diesen Beitrag und kann da damit dann den ÖPNV in zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in ganz NRW benutzen. Und in anderen Bundesländern ist das ja vergleichbar. Und ein solches Instrument, wie das konkret ausgestaltet wird, ob als Mobilitätspass oder als Bürgerticket. Wir arbeiten in Wuppertal viel an dem Thema Bürgerticket. Das ist noch eine Frage, die man auch ausprobieren muss und wofür man dann auch mal Modellprojekte durchführen muss. Aber im Prinzip diese Vorstellung, alle zahlen ähnlich wie für den Rundfunkbeitrag einen Beitrag für den ÖPNV und können ihn dafür nutzen. Und dafür muss der ÖPNV auf der anderen Seite dann auch Standards erfüllen, die man vorher definieren muss. Ich bezahle ja nicht was, wenn ich nur jede halbe Stunde oder noch seltener in der Stadt damit unterwegs sein kann. Also ich brauche bestimmte Standards, die erfüllt sein müssen. Qualitätsstandards, Angebotsstandards, betriebliche Standards und habe aber dann einen festen Finanzierungssockel auch für den ÖPNV. Und da würde ich mir wünschen, auch eine Offenheit, das dann auch öfter oder das auch mal tatsächlich modellmäßig weiterzutreiben und auszuprobieren. Und da gibt die Strategie auch Wege vor. Herr von Komorowski, Sie haben mir ein Zeichen gegeben, glaube ich. Vielen Dank. Nur als ganz kurze Intervention zu dem Thema gerade. Also in dem Papier steht richtigerweise etwas drin über Drittnutzerfinanzierung und wir stehen auch dazu, dass das eine Säule ist. Allerdings müssen wir uns, glaube ich, von der Ordnung, vom ordnungspolitischen Ausgangspunkt schon über eines klar sein. Infrastruktur muss grundsätzlich steuerfinanziert sein. Da steckt auch eine Gerechtigkeitsfrage dahinter. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Problem, wenn in den Diskussionen über die Finanzierung von Mobilität im Augenblick immer wieder das Zauberwort der Drittnutzerfinanzierung kommt. Ich habe manchmal so den ganz kleinen Verdacht, dass wir uns damit um eine ehrliche, ich meine jetzt nicht Sie, ich meine uns jetzt, die wir Verantwortung auch hier im Land tragen, dass wir uns dadurch ein Stück weit um die eigentliche Herausforderung herummogeln, nämlich ein echtes Finanzierungskonzept miteinander zu vereinbaren. Und das läuft eben über die klassischen Töpfe der Steuerfinanzierung. Das läuft über den Finanzausgleich. Das läuft über Zuweisungen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt zu einem Konzept kommen. Und das war die vorhin von mir angesprochene Blindstelle in dem Strategiepapier. Vielen Dank, Herr von Komorowski. Herr Minister. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Diskussionspunkt. Da ich ja jetzt auch schon länger Politik mache und feststelle, dass es einfach schwierig ist, immer mehr Steuern sozusagen rüberzuziehen in den Verkehrssektor oder gar in den ÖPNV-Sektor, also von den herkömmlichen Steuern. So ist ja die Idee entstanden, dass man quasi eine neue Einnahmequelle schafft. Unsere Idee ist ja der Mobilitätspass, der so ähnlich gedacht ist, wie Frau Professor Reuter das so dargestellt hat. Wobei wir sagen, das muss landesgesetzlich geregelt werden. Wir wollen
keiner Kommune, in keinem Landkreis ist aufs Auge drücken, sondern wir wollen sagen, als Land, wir schaffen die Möglichkeiten und wie dann dieses Instrument ausgestaltet wird, ob das alle zahlen, alle einen Grundbeitrag haben, alle was dann auch ÖPNV-mäßig bekommen oder ob das nur die Autohalter oder die Autonutzer bezahlen, das lassen wir offen, auch übrigens die Entscheidung, wer, ob es gemacht wird oder nicht. Denn da gibt es einfach sehr unterschiedliche Effekte. Wir haben ja, weil wir das in dieser Koalition nicht durchsetzen konnten, ein Modellversuch gemacht. Man könnte sagen, Modelle rechnen lassen mit den Kommunen, die interessiert waren. Und da kamen ganz interessante Zahlen raus, die stehen auch auf unserer Homepage als Beispiele. Was ist, wenn alle das zahlen? Was ist, wenn es alle Halter zahlen? Und wo auch ein bestimmter Beitrag angenommen wird, was kommt dann raus an Nutzungseffekt und dann Einnahmen. Und das war immer so konstruiert, dass es auch Infrastrukturausbau bedeuten kann, aber auch Nutzervorteile eben, sprich den Betrieb, begünstigen kann. Also insofern wäre ich jetzt, also Herr Komorowski, das ist schon richtig, dass die Steuern hauptsächlich die Infrastruktur finanzieren muss. Ich betrachte das auch als eine öffentliche Aufgabe. Aber wenn wir den Mobilitätspass jetzt zum Beispiel als Nahverkehrsabgabe ausgestalten, ist es ja auch eine Form der Beitrags- oder Steuerfinanzierung, in dem Fall halt dann als Gebühr oder als Abgabe formuliert. Da würde ich jetzt nicht lang drum herum streiten, aber dass wir so eine zusätzliche Quelle brauchen, das scheint mir schon wichtig zu sein. Aber wie gesagt, dazu muss man die Voraussetzung schaffen. Es ist halt bisher nicht möglich gewesen. Wir haben in der letzten Koalition war die SPD dagegen und in der diesen Koalition ist die CDU dagegen, weil man sich natürlich am Ende schon auch auf den Weg macht, dass man öffentlich sagt, wir wollen eine wie auch immer geartete Bezahlung von Menschen, die nicht zwingend ÖPNV-Nutzer sind und denen wir was abknüpfen, damit der ÖPNV besser wird und dass sie ihn nutzen. Das ist in jedem Fall ein nicht leichter Weg. Aber ich glaube, den müssen wir beschreiten und alleine mit nett zureden wird es nicht klappen, sondern wir müssen schon ein paar Instrumente schaffen, die den Anreiz verbessern. Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe noch eine weitere Frage, die eingegangen ist, und zwar betrifft das Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit. Wird das denn jetzt aufgegeben? Das ist eine Frage, die vielleicht Herr Pichon beantworten kann. Und vielleicht auch verbunden mit der Frage, die auch reingekommen ist, was ist denn der besser investierte Euro, der auf das Verdopplungsziel einzahlt? Billigere Tarife oder eine Verbesserung des Angebotes? Vielleicht mögen Sie erstmal, Herr Pichon, die anderen können sich gerne melden. Ja, also das Thema Eigenwirtschaftlichkeit ist ja grundsätzlich weiterhin möglich und ist natürlich immer auch vorzuziehen, sozusagen als kommunaler Aufgabenträger, dass ich erstmal schaue, ob jemand eigenwirtschaftlich das anbieten kann. Ich glaube, es ist an sich erstmal nicht grundsätzlich kaputt. Aber wenn ich mir natürlich jetzt im Moment anschaue, die Erfahrungen aus der Pandemie und wenn ich mir anschaue, wie die Verkehrsverträge doch heute im Wesentlichen doch dann verhandelt werden, auch als Bruttoverträge, wo man dann doch in gewisser Weise eine Garantie dem Unternehmen geben muss, wie die Einnahmenseite aussieht, sehe ich die Eigenwirtschaftlichkeit in Zukunft schon in einem Bereich, der wahrscheinlich nicht mehr der größte Anteil ist. Von unserer Seite aus sind faire Preise richtig, aber jeder Euro, der in das Angebot investiert wird, ist aus unserer Sicht eigentlich besser als jeder Euro, den wir in der Verbilligung sehen. Weil am Ende ist auch jetzt hier am Beispiel in Karlsruhe, zum Beispiel Karlsruher Modell, Tramtrainsystem, das hat ganz klar damals gezeigt, vor vielen Jahren schon, als ÖPNV noch gar kein großes Thema war, dass mit jedem Anschluss einer Gemeinde an ein gutes S-Bahn- oder Tramtrainnetz, mit jeder Möglichkeit der Taktverdichtung unsere Fahrgastzahlen sich vervielfacht haben. Und ich glaube, das gilt auch heute noch. Auch deshalb lieber ins Angebot als in die Preisreduktion. Vielen Dank, Herr Pichon. Ich habe noch eine Frage vom Landrat Dr. Kistler vom Landrat vom Landkreis Waldshut. Und zwar die Frage, ob neben dem Ausbau der grünen Flotte, neben der Elektromobilität als Antriebstechnik auch eine H2-Initiative, ein H2, also ein Wasserstoffpilot, denkbar sei und ob es hier irgendwelche Gedanken zu aus der Zukunftskommission gibt. Ich weiß nicht, wer diese Frage beantworten kann. Über Antriebstechnologien wurde ja auch gesprochen. Herr Minister, bitteschön.
Also was die Kommission besprochen hat, das soll jemand von der Kommission sagen. Aber ich kann aus dem politischen Raum sagen, wir als Land haben die klare Philosophie, entscheidend ist der Klimanutzen und nicht die Technik. Und das Ziel ist ja, dass wir klimafreundliche, klimaneutrale Fahrzeuge in den öffentlichen Verkehr bringen. Und da gibt es eben verschiedene Technologien. Batterieelektrische Fahrzeuge heute möglich, auch bei Bussen möglich. Größere Busse, längere Reichweiten im ländlichen Raum könnte Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie sein. Man sollte sich aber da nichts vormachen. Das ist noch ziemlich in den Anfängen. Und das Problem ist der Wasserstoff, der nur sinnvollerweise erneuerbar hergestellt wird. Also ich brauche viel Energie, um den Wasserstoff herzustellen. Es gibt noch Probleme mit dem Transport von Wasserstoff. Die wenigen Tankstellen, die wir haben, die reichen nicht aus. Es sind kein gutes Netz. Also da müsste man schon auch einiges tun. Prinzipiell glaube ich, dass der Busverkehr auch Wasserstoffverkehr sein kann. Deswegen gibt es ja auch eine Wasserstoffstrategie der Landesregierung. Und es gibt wir bewerben uns ja gerade um, also es gibt einen HIFAB, also Wasserstofffabrik, Forschungsfabrik im Rhein-Neckar-Raum. Und wir bewerben uns ja gerade um das große Forschungszentrum Wasserstoff des Bundes. Das ist aber nicht nur Wasserstoff, der in den Verkehr geht, sondern es geht auch darum, dass man in Industrieprozessen ja auch viel Energie braucht und da auch umsteigen muss vom Rohöl als Energiegrundlage hin zu Wasserstoff. Und man sieht dann schon, wir brauchen richtig große Mengen und die großen Mengen brauchen große Mengen von erneuerbarer Energie. Das heißt, viele Windräder, viel Photovoltaik und Biomasse und, wenn man, und Wasserkraft. Und wenn man dann mal in die Lande schaut, dann stellt man halt fest, inzwischen ist schon die Aufstellung jedes Windrads ein Kampf um Jahre, bis es aufgestellt ist. Und da muss ich sagen, da unsere alte Verkehrsinfrastruktur, die bis heute im Wesentlichen auf 90% Rohöl basiert und diese 90% sind weitgehend aus anderen Ländern, nicht aus Deutschland, dann muss man sagen, brauchen wir auch im Bereich Wasserstoff und Elektromobilität müssen wir uns einfach eingestehen, da brauchen wir auch eine internationale Versorgungsinfrastruktur. Alleine werden wir das mit unseren Energiequellen nicht stemmen. Vielen Dank. Das Podium ist schon quasi zu Ende, weil die Uhr tickt weiter. Wir würden gerne gleich nochmal Jonas Reber, den Live-Cartoonisten, zu Wort und zu Bild kommen lassen. Ich habe noch zwei Fragen ans Verkehrsministerium, und zwar einmal an Sie, Herr Hickmann. Wie wünschen Sie sich, wie der Prozess jetzt weitergeht? Weil wir sind ja jetzt gerade am Ende der Phase A, es kommt ja noch Phase B und C, haben Sie ja auch uns vorgestellt. Und die Frage an Sie, Herr Minister, inwiefern Sie, die kommt auch aus dem vom Publikum, wie Sie die Chancen einschätzen, eine politische Mehrheit für die Drittnutzerfinanzierung zu finden und auch die rechtlichen Grundlagen dazu zu legen. Also wie Sie das einschätzen, dass es dann auch Realität werden kann. Vielleicht zuerst Herr Hickmann und dann zum Schluss Herrn Minister. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Merker. Wie geht es weiter? Also ich hatte ja schon dargestellt, wir haben jetzt fachliche Grundlagen erarbeitet. Am Ende wird jetzt dann in der Regierungsbildung festgelegt werden müssen, was davon aufgegriffen wird. Und dann können wir es weiter finalisieren. Wo wir uns aber in den nächsten Wochen noch dran machen werden, das ist auch schon fest geplant, ist, den blinden Fleck, den der Herr von Komorowski angesprochen hat, noch aufzuarbeiten. Nämlich, was kostet das Ganze? Denn ohne über diese Kostenfrage auch zu sprechen, macht es wenig Sinn, die in der Regierungsbildung nur abstrakt über die Ziele zu sprechen. Also das sind die nächsten Schritte. Vielen Dank, Herr Hickmann. Herr Minister, wie sieht es aus mit der Politik und dem Rechtlichen? Ja, also ich würde mal so sagen, es gibt konzentrierte Ziele des Klimaschutzes. Da redet heute keiner mehr drum herum. Übrigens auch die Konzernchefs der Automobilindustrie und so auch in allen Unternehmen, sie akzeptieren das Ziel. So, wenn man das Ziel akzeptiert, muss man sagen, wie kommen wir da hin? Dann wird man sagen, das und das kann der ÖPNV schaffen, das muss er bringen, sonst schaffen wir das Ziel nicht. Und dann spätestens muss man sagen, und was müssen wir tun? Was kostet es? Und wenn das geklärt ist, was es kostet, dann muss ich sagen, wenn es dann jemand gibt, der sagt, oder wenn wir einen Koalitionspartner finden würden, der sagt, ja, ja, aber wir sind halt gegen eine Nahverkehrsabgabe, das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen keine Belastung der Bürger. Dann muss ich sagen, okay, sag mir eine Alternative, wie du dann sonst 500 Millionen generierst, die wir jetzt fiktiv
Weil gesetzt, wenn wir sagen, wir brauchen 500 Millionen, um den ÖPNV zu verbessern, dann ist es nicht zwingend der Mobilitätspass, also die Drittnutzerfinanzierung, wenn ich es steuerlich machen kann, wenn wir in der Lage sind, es aus dem Haushalt rauszuziehen, meinetwegen, dann brauchen wir es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht, dass wir es alleine daraus ziehen, sondern dass wir das zusätzlich brauchen. Und wer dagegen ist, muss dann sagen, wie das anders finanziert. Das wird schon noch eine Herausforderung sein. Und wenn dann die Frage stellt, wie wahrscheinlich ist das, dann könnte ich antworten, das hängt davon ab, wie die Wahl ausgeht und wer dann die Verantwortung trägt. Ich kann nur sagen, wir Grünen haben das uns als Ziel gesetzt. Aber das haben wir uns schon zweimal gesetzt und sind gescheitert bei den Koalitionsverhandlungen schon. Deswegen kämpfe ich natürlich darum, dass wir ein richtig gutes Ergebnis haben, was auch ein Signal ist. Mehr Klimaschutz, neue Mobilität, nachhaltige Mobilität. Und dann wird sich das auch besser durchsetzen. Ich merke jedenfalls, dass sich in den anderen, Fraktionen was verändert. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass sowohl die Verbünde, die Verkehrsverbünde wie auch die kommunalen Spitzenverbände ja in der Frage viel offener sind als manche in der Politik. Und auch das hilft. Und insofern freue ich mich schon. Ich will vielleicht an der Stelle auch nochmal einen kleinen Nachtrag machen vorher zu den Kosten nochmal. Was kostet ein Ticket, was kostet das Autofahren? Es ist ja schon auch interessant, dass wir in einer Gesellschaft der Autofahrer leben, wo man sich als Autofahrer ja im Grunde genommen in die Tasche lügt, was die Kosten anlangt. Ja? Man rechnet nie aus, was man wirklich zahlt. Also sozusagen den ADAC-Kilometerpreis wendet man ja maximal bei der Steuererklärung an, aber im Alltag rechnet man so nicht. Ja? Deswegen ist Autofahren immer ganz billig und der öffentliche Verkehr wird irgendwie ziemlich teuer gerechnet. Ich habe schon viele Gespräche mit Leuten geführt, die teure Autos haben und mir vorgerechnet haben, wie teuer das ist, mit dem ÖPNV nach Stuttgart zu fahren, mit falschen Preisen und so weiter. Also da hat man noch richtig viel Aufklärungsbedarf. Und auch dann wird auch klar, dass der öffentliche Verkehr in der Summe nicht so teuer ist, wie manche meinen. Aber er braucht natürlich öffentliche Unterstützung und auf die baue ich natürlich. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten schon auch erlebt, es bewegt sich gerade viel in den Köpfen und in allen Feldern. Und deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass wir weiterkommen und weiter und auch letztendlich auch weiterkommen müssen. Insofern freue ich mich, dass es diesen Entwurf einer Strategie gibt, dass wir jetzt gute Unterstützung haben. Und es bleibt dabei, wir brauchen eine breite Allianz, wir brauchen ambitionierte Ziele und wir brauchen auch ambitioniertes Maßnahmenbündel. Sonst werden wir die Verpflichtung unserer Generation zum Klimaschutz beizutragen, die werden wir nicht einhalten können, wenn wir nicht mutig sind. Insofern vielen Dank. Ja, Herr Mann, vielen Dank. Das war noch nicht das Schlusswort. Sie kommen dann gleich noch mal dran. Ich bedanke mich aber trotzdem erstmal für die Teilnahme hier am Podium bei Frau Reuter, bei Herrn Lieb, bei Herrn Pichon und von Komorowski und auch für Ihre Teilnahme als Mitglieder und Vertreter der Zukunftskommission. Und darf jetzt noch mal an Jonas Reber abgeben, den Live-Cartoonisten, und bin gespannt, was er noch mit Augenzwinkern an Rückmeldungen zu unserer Veranstaltung und auch zu dem Gesamtprozess uns jetzt geben wird. Und dann geben wir noch mal ganz kurz zurück an den Minister. Jonas Reber, wo bist du? Ja, ich bin hier und ich gebe gleich mal meinen Bildschirm frei. Jo. Sie sehen noch mal dasselbe wie vorhin. Ich erlaube mir gleich noch mal die Schlaufe zu machen. Ich gehe ganz schnell, ich weiß, die Zeit ist knapp. Ich versuche es ganz flott zu machen. Die Bilder werden ja irgendwann dann noch im Nachhinein auch noch digital verfügbar sein. Deshalb, wer es noch nicht jetzt sieht oder alles mitkriegt, es geht dann gleich weiter. Ja, das Zukunftsbündnis ÖPNV hat gewirkt, ja, mit dem Ö in die Zukunft. Das haben wir schon gesehen, die Kristallkugel. Ist es wirklich so schwierig? Naja, man kann ja schon mal die Ärmel hochkrempeln. Das hat die Zukunftskonferenz getan. Sie hat aus den Fragezeichen Ausrufezeichen gemacht. Sie hat Maßnahmen und formuliert und sich hat sich zum Beispiel auch aus Europa zum Glück noch ein paar gute Impulse geben lassen. Das kommt gut. Die Antriebswende, das hat es ja schon mal gegeben. Ja, das war damals, ich versichere Ihnen, die Antriebswende wird schon klappen. Ja, also man musste sich ja schon mal umstellen. Umstellen geht, es ist eine Frage der Zeit und der Technik, was überzeugt, überzeugt. Kriegen wir mehr Fahrgäste, indem man einfach die Busse besser füllt?
Weniger Busse für mehr Leute rein. Nein, das kann es nicht sein. Mehr Busse und mehr Fahrkomfort. Hier bitte, man bemerke auch den Stromblitz da. Also das sind natürlich ökologisch betriebene Fahrzeuge hier. Ja, früher sah es so aus, ja, so ein bisschen Stau. Dann so, Schatz, ich stehe im Stau. Demnächst sieht es dann so aus vielleicht. Schnucki, ich auch. Ja, nein, zu viele Busse gleich hintereinander, das soll sie dann auch wieder nicht sein. Nein, nein, nein. Früher auf dem Land sah es vielleicht so aus, ich habe dann noch ein paar Jugendliche hingezeichnet. Ja, man erkennt es daran, dass es früher war, die lesen da Bücher. Das für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, das war so ein Laptop mit Zeit aus Papier. Früher echt nichts los hier auf dem Land. Und das ganze Wochenende kein Bus in die Stadt. Und unter der Woche eine pro Stunde. Da kommt er. Ja, ist jetzt schon ein bisschen moderner Bus so. Zieht vorbei. So. Bald könnte es so sein, das sehen wir, die Kids haben jetzt diese ganzen Tablets und so, aber sie haben immer noch diese Pflichtaufgaben. Müssen alle lösen. Pflichtaufgaben. Ne? Und bald sieht es dann so aus, die Bushaltestelle, ja, reges Publikum, das da wartet. Bus fährt vorbei, kommt gleich der nächste Bus. Ja, 15-Minuten-Takt, wunderbar. Ja, sieht schon echt was los da in den Dörfern, haben wir gehört. Ja, das ist nicht die Idee natürlich, nein. Aber immerhin erregt das doch die Aufmerksamkeit der Kids da. Wow, was geht denn da? Voll die Formel 1 da auf dem Land. Geht voll der ÖPNV ab. Cool, cool. Na, es kann aber doch nicht sein, dass man einfach bloß auf die Jungen zielt mit dem ÖPNV. Es heißt ja, nein, es heißt ja nicht das Busbeschleunigungsgesetz, sondern es heißt das Planungsbeschleunigungsgesetz, das bei Ihnen ja dann dazu führen soll, dass im ganzen Land munter Dinge passieren, dass überall Initiativen ergriffen werden, dass allmählich die ganzen Angebote vernetzt werden. Und wenn dann das Ganze auch mal ein bisschen groß gedacht wird, ja, richtig groß, dann kann man sagen, so kriegt man auch mit dem Großdenken das Ganze zum Fliegen. Da kriegt man auch die Jungen an Bord. Dann upsa, muss man zwischendurch noch sichern, ja genau, auch wichtig, Entschuldigung. So kriegt man auch die Jungen an Bord und dann füllt man noch das Loch da oben, das ist ja nicht so zweckdienlich beim Ballon, beim Flug in die Zukunft, der ÖPNV. Und so kommt alles zum Fliegen und das ist, glaube ich, ja, von meiner Seite der Blick von oben. Ich wünsche viel Glück aus der Schweiz und ich komme dann gerne Bus fahren bei euch. Dankeschön. Oder Zug oder sonstige Dinge. Ja, genau, vielen Dank, lieber Jonas, für deine Illustrationen, auch für die tollen Bilder, die Herr Hickmann ja auch schon und Zeichnungen, die Herr Hickmann auch schon in seinem Vortrag zu den Handlungsfeldern hatte. Bevor ich jetzt das Schlusswort dem Minister überlasse, noch kurz den Hinweis nochmal, dass die ganzen Folien, die heute gezeigt wurden und auch die ganzen Ergebnisse der Zukunftskommission auf der Webseite des Verkehrsministeriums abrufbar sind. Und dass wir auch für die regionalen Akteure eine Online-Umfrage vorsehen, um auch hier nochmal ein Feedback, frühzeitiges Feedback zu haben, bevor der Strategieprozess weiter sich konkretisieren wird. Ich bedanke mich in die Runde und das Schlusswort, das letzte Wort hat der Verkehrsminister. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Merker. Und erstmal danke an Sie für die gute Moderation, auch für die gute Vorbereitung an Ihr Team. Danke dem Karikaturisten Jonas. Ich hoffe, das eine oder andere Bild ziert nicht nur eine PowerPoint-Präsentation, sondern hängt dann auch bei uns im Ministerium. Nicht alle in der Abteilung öffentlicher Verkehr, da könnten auch einige hoch in das sechste Stockwerk, in die sogenannte Z- und Ministerebene kommen. Würde mich freuen. Es hat mich auch gefreut, dass Sie, Herr Jonas, das mit Humor genommen haben. Vielleicht brauchen wir das auch ab und zu in diesen Zeiten, dass man, wenn nicht alles klappt, auch ab und zu schmunzeln kann und sagen, es wird schon, wir werden einen zweiten oder einen dritten Anlauf machen. Ich will jetzt inhaltlich nichts mehr Großes sagen, sondern mich ganz herzlich bedanken bei denen, die
bei der Zukunftskommission bisher mitgearbeitet und weiterhin unsere Partner sein werden, bei unserem Haus, bei den Dienstleistern, die uns insgesamt betreut haben. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, wir haben Ambitionen erarbeitet, wir haben eine breite Allianz schon. Ich hoffe, dass die Veranstaltung dazu beigetragen hat, dass sie sich schon verbreitet hat, denn es waren, wie ich gehört habe, über 200 Menschen mit dabei und haben uns zugehört. Und wir haben sie hoffentlich angestoßen und vielleicht auch angetrieben, zu dieser neuen nachhaltigen Mobilität, zu einem besseren, zukunftsfähigen ÖPNV. Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, dass es erkennbar wird, jetzt müssen wir handeln und zwar schneller. Es muss schneller was erreicht werden und wir sollten tatsächlich auch groß denken, denn die Herausforderungen sind groß und mit den ganz kleinen Schritten kommen wir nicht mehr weiter, sondern wir brauchen jetzt auch große Schritte. In diesem Sinne herzlichen Dank an alle, die zugehört und zugesehen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und womit und wo, wie Sie auch immer nach Hause kommen, dann hoffe ich, dass Sie gesund nach Hause kommen und umweltfreundlich nach Hause kommen. Man kann ja auch zu Fuß gehen. Man muss ja nicht unbedingt heute Rad fahren oder mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sein. Vielen Dank, alles Gute und tschüss.